meinem lieben Freund Axel Reitz, der heute Morgen um 9 Uhr schon in Bund und Anzug hier ist. Axel, ich grüße dich an diesem Donnerstagmorgen. Ahoi, schön, dass du dir die Zeit nimmst zu diesem Thema zu Maximum Products. Grüß dich nach Pulheim. Grüß dich, Philipp. Wir hatten ja eigentlich vor, gestern Abend zu streamen. Ich bin einfach angezogen geblieben und habe hier gewartet, bis es endlich losgeht, weil heute wichtiges Thema und ich freue mich, dabei zu sein. Wie soll ich anfangen? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ist eigentlich ein Thema, dem ich mich nicht mehr widmen wollte. Es ist so, ich wurde nochmal getriggert. Viele Leute haben mir geschrieben, Maximilian Pollux ist ja, also ich nenne ihn auch Maximilian Pollux, ist nicht sein richtiger Name. Und wisst ihr, ich habe darüber nachgedacht, Axel, weil ich habe den Maximilian Pollux ja persönlich kennengelernt. Ich habe mit ihm auch Videos gedreht und ich hab gegen ihn als Menschen nichts. Das ist mir schon mal wichtig, das hier von vornherein zu sagen. Das wird der Maximilian jetzt schwierig verstehen, denn ich bin für ihn ein Verräter. Ich bin kein OG, kein Original Gangster. Und er hat halt gelogen in seinem neuesten Video, da werden wir drüber sprechen. Und ich bin schon vor Monaten bzw. vor 2 Jahren mit ihm angeeckt über einen Instagram-Post. Ich bin auch bei Instagram bei ihm gesperrt, weil er dort dann mal über Verräter und Snitches get Stitches und hat da mega viel Gangsterkram stehen lassen. Und ich muss sagen, ich möchte da gerne mal drüber sprechen, warum ich das gefährlich halte, wieso jemand Botschaften in die Welt hinausträgt. Wir haben uns schon ganz oft darüber unterhalten, ne? Ich muss dazu sagen, ich bin da auch ganz ehrlich, ich fand den von Anfang an sehr bedenklich und unsympathisch. Das soll jetzt aber gar nicht so mein Bild trüben von seiner Arbeit. Ich glaube schon, dass er zeitweise auch sehr richtige und wichtige Arbeit gemacht hat, indem er nämlich aufgeklärt hat, was macht Kriminalität mit dem Leben, was macht Hass mit dir, was macht Wut mit dir, was macht Zorn mit dir. Und das war eine wichtige Botschaft, die ich auch durchaus unterstützenswert gefunden habe, auch wenn ich ihn als Person so gar nicht mochte. Aber das muss man auch gar nicht. Das ist eine Frage des persönlichen Geschmackes. Mir ist dann aber aufgefallen in seiner Arbeit, dass er sich immer mehr hat wieder hineinziehen lassen in diese alten Denkmuster, in diese alten Strukturen. Er sitzt dann da mit wirklich Kriminellen, ja, und feiert die ab und freut sich, mit denen da hier unterwegs zu sein und dieses Milieu wieder zu genießen. Und das halte ich für sehr, sehr bedenklich, weil das ist ein klarer Kontrast zu dem, was er eigentlich vertreten will. Und das er ist jetzt schwer davon ab, Selbstverantwortung zu übernehmen, weil wir hören jetzt ganz viel, was macht der Staat alles falsch, was ist am Knastsystem falsch, warum sind die Schließer nicht ordentlich, die Bullen, also Beweise untergeschoben, Sprachgebrauch dann schon, Bullen, dann macht er Videos mit Müttern, die traumatisiert sind, weil ihr gewalttätiger Sohn mit dem SEK abgeholt wurde, und dann kommt dann wirklich eine Staatsfeindlichkeit, sag ich mal, raus und ein ACAB-Gedanke, der nichts mit Resozialisierung zu tun hat, wo er wirklich noch in alten Denkmustern drin hängt. Das ist, für ihn ist das okay. Wenn er jetzt YouTube machen würde und würde sagen, von wegen, alles klar, komm, ich erzähle meine Geschichten und ich habe einen Hass auf die Bullen und dem Staat vertraue ich nicht, das wäre alles seine Sache. Die würde ich auch nicht gut finden, aber das wäre so eine einfach. Sache, da würde ich Punkt. Drüber meckern. Genau, das aber geht uns auch nichts an. Er spricht ja aber nicht nur in seiner Rolle als Maximilian Pollux, der Redner, sondern ist ja eng verknüpft mit dieser Figur, mit seiner Präventionsarbeit, mit seinem Einfluss auf Jugendliche. Und wenn die ihn da sehen, wenn er einen Vortrag hält, der auch durchaus gut sein kann, der super sein kann, ja, und sehen dann seine Videos, wo er ein ganz anderes Bild entwirft, wo er ganz andere Themen rausholt, dann ist das eine Gefahr, weil die sich davon dann beeinflussen lassen und denken, boah, geiler Typ, voll stabil, der Pollux, voll ein Fighter, ein Typ, der macht sich gerade. Und ja, aber hier Verräter werden und gegen Kriminelle aussagen, boah, ist ja Verrat, das geht gar nicht. Ne? Naja, also, und wie schon umgegangen wird, ne? Es ist, wenn er mit auf diese Menschen trifft, fehlt mir das absolut Kritische. Ja, und auch ich weiß, dass wenn man unterwegs ist, und ich bin, glaube ich, mit am meisten unterwegs an Schulen und vor Jugendlichen, und ich weiß, Jugendliche konsumieren danach die ja. YouTube-Kanäle, Instagram-Kanäle und so weiter. Und das läuft einfach paradox, wenn man vorher sagt, so Kriminalität geht da nicht rein und so weiter, ihr werdet euer Leben ruinieren, und dann aber, ich bin noch mit Kriminellen befreundet auch. Und ich werde nachher auch ein paar offene Fragen stellen, und ich habe hier keinen Bock auf ein Hin und Her. Jemand hat vorhin schon geschrieben hier, ich fühle Chengis 44 und Miami Jahani Vibes. Für uns ist das Thema dann irgendwann abgehakt.
Das muss ich ganz ehrlich sagen, da kann er drauf reagieren, wie er will. Er hat trotzdem ein paar offene Fragen zum Thema Rechtsstaat, zum Thema eigenen Familie, wie man damit umgeht. Und das würde mich mal interessieren, was da die Botschaften wären. Und ich habe es wirklich gesehen, da sitzen ganz oft Leute. So beispielsweise habe ich mich das wirklich gefragt, so, also auch die Information, die in dem Video gleich kommen wird, sitzt da dann ja auch öfters mit Leuten aus dem Bereich der Hells Angels. Ich glaube, dass viele von denen mir einen Kragen wollen und wenn sie mich sofort abschießen können, würden das viele von denen machen. Oder aus anderen Rockerclubs, würde ich mich mal interessieren, wie er dazu stehen würde. Also was da so die Argumentation wäre, weißt du, also denen gegenüber, ne? Es ist bei Maximilian Pollocks auch alles so ein bisschen eklektisch. Also er ist verschiedene Facetten. Einige Sachen, wie gesagt, unterstütze ich vorbehaltlos, die er macht, die dann aber grandios konterkariert werden durch andere Facetten, die er zeigt. Und ich glaube, das ist so meine Küchenpsychologie-Einschätzung, dass der Mann seinen richtigen Weg noch nicht gefunden hat. Weil er will alles irgendwie sein, er will auf die Fight Nights gehen, er will im Milieu angesehen werden als einer, der kein Verräter ist, der noch eine Anerkennung davon. Ja, der Anerkennung kriegt. Und auf der anderen Seite will er erzählen, es gibt keine Ehrenmänner im Milieu und Kriminalität ist scheiße. Das passt ja alles irgendwie nicht richtig zusammen. Das ist ja zwei Wege, die er da beschreiten will, die dann irgendwann einen Spagat erfordern, der ihn zerreißen könnte. Also, bevor das die Leute verstehen, der Pollocks kann gerne authentisch bleiben, aber dann soll er nicht in Botschaften gehen und mit jungen Leuten arbeiten, die teilweise am Abdriften sind und so weiter, weil sie das danach konsumieren und sie sehen dann Gangster, erfolgreiche Gangster oder erfolgreiche, die im Milieu sind. Ich nenne das Beispiel Werner Frankfurt in dem Video, was da drin war. Wir ziehen heute mit Sicherheit einen riesen Shitstorm auf uns, das ist völlig okay, aber wir sind sturmerprobt, Axel, ne? Wir sind scheiße sturmerprobt. Wie gesagt, ich habe ja da ein reines Gewissen. Es geht ja gar nicht darum, jetzt, wie wir das manchmal auch bei einigen Dullis aus dem Rechtsextremismus machen, da auch mal unter die Gürtellinie zu schlagen. Wie gesagt, ich habe gegen Maximilian Pollocks nicht. Er ist mir hoch unsympathisch, aber das wird umgekehrt wahrscheinlich genau dasselbe sein. Ich will nicht über seine Arbeit an sich urteilen, sondern es geht hier um das Gesamtpaket und es geht hier um bedenkliche Äußerungen und ja, wirklich das Problem, was ich damit habe, dass so jemand in seiner Position sehr viel Schaden bei Jugendlichen anrichten kann. Genau, die Leute ankommen und sagen, oh, ihr stellt euch jetzt über den. Überhaupt nicht, gar nicht. Weil, aber wir drehen es jetzt einfach mal um. Stell dir mal vor, wir würden Vorträge halten, Philipp, vor Jugendlichen und würden dann erzählen, ja, Rechtsextremismus war scheiße, Leben kaputt gemacht. Aber ja, der Staat, der uns da verfolgt hat und die Polizisten, die uns da verprügelt haben und das hat auch alles seinen Anteil gehabt, dass wir radikal geblieben sind und das System hier vollkommen falsch und die sind eigentlich schuld, das hätte alles ganz anders laufen können. Es ist genau das, was ich immer sage, die Eigenverantwortung ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Verständnis, warum man abgedriftet ist und damit sich auch davor zu behüten, es wieder zu tun. Und das sehe ich beim Pollocks eben nicht, ne? Weil er hängt immer noch den alten Gedanken nach mit dem Finger auf den Staat, die Bullen und das System. Axel, geh noch mal ein Stück weiter. Stell dir vor, wir machen Präventionsarbeit und wir sind ja wirklich nur ein mini, mini kleiner Baustein in der Präventionsarbeit. Wir haben noch nie behauptet, wir können das am besten. Da gibt es Fachleute, die haben das studiert, die arbeiten da seit 30 Jahren drin. Wir sind erstmal biografische Experten. Wir haben erstmal unsere Biografie und beschäftigen uns dann mit dem Thema Rechtsextremismus, Extremismus durch Fortbildung und durch andere Dinge. Wir haben noch nie behauptet von uns, wir wissen, wie der Hase läuft komplett und können jeden deradikalisieren. Eine Ergänzung, Philipp. Eine Ergänzung und keine Sozialarbeiter. Ne, das muss man sagen. Das ist, wir leisten da einen Beitrag, wo wir können und wo wir auch durchaus unsere Expertise haben. Aber wir sind nicht das System und wir haben auch nicht den Anspruch, das System irgendwie darzustellen oder zu repräsentieren. Ne? Und genau, also ganz viele haben auf ihren Weg, ganz viele haben angefangen mit, ich will präventiv wirken, dass junge Leute nicht meinen Weg gehen. Charo, mich auch blockiert bei Instagram, also da habe ich mal kritisiert, weil sie den Steven Habibi die Bühne gegeben haben, unkommentierte Sachen, also unkommentiert haben stehen lassen, was dieser Nazi rausgepöbelt hat. Ja, auch Charo sich mit Kriminellen im Libanon präsentiert, die in Deutschland gesucht werden mit einer Kalaschnikow. Aber ich will dir eine andere Geschichte, aber nochmal zu dem Thema davor, entschuldige. Axel, stell dir vor, wir machen das so, wir arbeiten gegen Rechtsextremismus, wir arbeiten gegen Extremismus und dann setze ich mich bei YouTube hin und ja, das ist ja ein Kumpel, den kenne ich vor 20 Jahren aus dem Rechtsextremismus, der ist auch immer noch rechts und hängt auch noch mit Rechten rum, aber hey, wir sind halt Kumpels. Das geht einfach nicht. Philipp, es ist ja noch nicht mal, ich könnte es menschlich sogar noch verstehen, wenn der da einen Kumpel hat und auf der Argumentationsebene arbeiten würde.
ich will ja die Brücke nicht abreißen lassen zu dem, ich will dem die Hand reichen, ich will dem helfen zu verstehen, warum das falsch ist. Das könnte ich alles noch argumentativ verstehen, aber er setzt sich ja mit Leuten hin, die er gar nicht kennt. Mit Salafisten, mit Kriminellen, mit Zuhältern, ja. Und feiert die unkritisch ab. Unkritisch ab, das ist das. Reicht ihnen die Hand und erzählt, oh, toller Lebensstil. Und geile Bude. Mein Bruder und guck mal, der VS, der ist hier wahrscheinlich am Rheinlinsen. Und ach, und das ist das eine Standbein, was gar nicht geht. Also wenn wir uns jetzt hinsetzen würden mit dem Volkslehrer oder mit Dennis Ingo Schulz, ganz abgesehen davon, dass... Oh, Dennis Ingo Schulz, du holst aber auch gleich die großen Kaliber und würden, raus. Ja, und würden dann einfach erzählen von wegen, boah, geil, stabiler Typ und guck mal und ja, was die erleben und wie der Staat mit denen umgeht und dass die jetzt hier für Meinungsäußerungen dann hier verfolgt werden, dann wird der aus seinem Job als Lehrer geschmissen und Alter, das geht ja gar nicht, was für ein System und die Bullen, was hab ich da erlebt? Und was würde das für ein Bild vermitteln? Und seid doch mal ehrlich, uns würde zu Recht, absolut zu Recht, niemand mehr ein Stück Brot abkaufen und sagen, wir lassen euch auf Kinder los, oder? So einfach ist es. Und ich wollte noch gerne mal raufgehen, dass viele damit mal angefangen haben. Auch ein Weggefährte von mir damals gewesen, Max Cameo, will ich kurz die Geschichte erzählen. Auch Max Cameo, mit dem ich immer wieder in Kontakt stehe, der jetzt auch ein Buch rausbringt, Von der Straße in den Wald. Der hat auch mal angefangen mit dem Vorsatz, war es für ihn, er möchte darüber aufklären, was er da drin erlebt hat und was für eine Scheiße er da drin erlebt hat und so weiter. Ist dann aufgrund hoher Klickzahlen dann doch irgendwie dazu übergegangen, ist meine Interpretation, es muss noch mehr Gangster rein, es muss noch krasser, wir müssen nach Neapel, wir müssen nach Amsterdam, ich muss die krassesten Typen vor die Kamera bringen, hier ist eine Waffe, hier ist unser Drogenlabor und so weiter. Das ist halt toll, weißt du? Ja, das bringt Klicks, das bringt Aufmerksamkeit und so weiter und ich werde berühmt und toll. Dann habe ich Max Cameo kritisiert, dann wurde ich da auch entfolgt und alles Mögliche. Und irgendwann hat ja Max Cameo sich auch ins Internet gesetzt und auch mir gesagt, persönlich, hat dann gesagt, er hat sich da drin verlaufen, er hat sich auf die Klicksgeilheit und hat gesagt, ich habe da meine Linie verloren und das, was wir uns vorgenommen hatten, Max, wir wollten unserer Linie treu bleiben. Es geht darum, um die Aufklärung, was da drin los ist. Und da hat Max zu mir gesagt, ja, du bist dir da treu geblieben und ich habe mich davon verleiten lassen, wieder von diesen Leuten für die Klicks, für diese Ausstrahlung. Und hat ja dann jetzt seinen Kanal komplett umgestellt auf dieses von der Straße in den Wald, wo auch sein Buch jetzt kommt, und arbeitet jetzt mit jungen Leuten im Wald, um ihn der Natur näher zu bringen. Ist da jetzt sozusagen ein Survival-Experte, Waldexperte und so weiter, hat da mehrere Fortbildungen, Ausbildungen gemacht und so weiter und hat da seinen Weg auch dann wieder für sich erkannt. Und das ist einfach... Aber schon eine Größe, das eingestehen zu können. Ja? Also dich vorher dann anzumachen, zu sagen, Alter, was kritisierst du mich? Und dann zu sagen, hey, du hattest recht mit dem, was du gesagt hast. Ich habe das erkannt und ich ziehe daraus jetzt eine Lehre. Also da Respekt. Ich kenne Max Kammer ja auch nicht persönlich, aber das zeigt wirklich Stärke und das zeigt, dass der wirklich verstanden hat, worum es geht. Ne? Ich würde jetzt gleich mal in das Video reingehen, auch um dass es... Dass es auch geht, oder ich würde kurz das Bild nachher zeigen. Zeig nachher. Wir gehen erstmal kurz in das Video rein. Ich lasse das mal laufen, damit wir das auch mal wissen, was er da über mich spricht. Und dann können wir da gleich mal drüber sprechen, was überhaupt der Auslöser jetzt war, wo ich gesagt habe, okay, lass uns da mal drüber sprechen. Sollte der Mann unterwegs sein mit diesen Botschaften, die er ins Internet haut. Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Paulux und das hier ist mein YouTube-Channel. Das war eine lange YouTube-Pause. Ey, mir hat's gut getan. Ich weiß, viele von euch haben die Pause nicht so gefühlt. Und ich verstehe das. Ich meine, ich hasse es auch, wenn eine Serie nicht weitergeht oder wenn dann irgendwas geändert wird oder so. Boah, wie ich's hasse, dass der Witcher ersetzt wird. Wohin sprechen wir über den Witcher? Nicht mehr von Henry Cavill gespielt. Das ist eine unerträgliche Vorstellung. Natürlich, es muss einem nicht alles im Leben immer nur Freude bereiten. Und wenn ich sage, boah, es ist hart für mich, diese Folgen zu schreiben, manchmal muss man sich auch durch Sachen durchquälen, die einem gar nicht mal so leicht von der Hand gehen. Das ist wichtig. Weil wenn man immer dann aufgibt, wenn einem etwas keinen Spaß macht oder nicht einfach ist, dann kommt man nicht weit.
Das sage ich auch immer Jugendlichen, wenn sie eine Ausbildung abbrechen wollen. Also, lass uns einen Kompromiss finden. Ich erzähle jetzt hier die U-Haft-Zeit noch zu Ende. In der gleichen Zeit zeige ich euch so ein bisschen, was ich auf dem Kanal hier gerne weitermachen würde, worauf ich Lust habe und von was ich selbst auch überzeugt bin, dass es gut wird. Und wenn euch das gefällt, supportet ihr weiter und wenn nicht, dann kehrt ihr mir den Rücken. Deal? Das Ding ist so ein bisschen, es gibt 1 Million True Crime Kanäle auf YouTube und ich habe bereits den besten True Crime Podcast Deutschlands. Das ist kein Spaß. Serious, ich meine es komplett ernst. Es gibt auf dem deutschen Markt keinen besseren True Crime Podcast als den, den wir machen. Boah, tut mir leid, da muss ich schon einmal ganz kurz. Ich wollte auch gerade sagen, also das. Boah, es ist ja okay, von seiner Arbeit überzeugt zu sein. Ja, und es ist auch okay zu sagen, ich finde, was ich hier auf die Beine gestellt habe, finde ich gut. Ja, gut, aber sag dieses, doch gut. Es gibt keine besseren, ich bin der Geilste. Das ist so hochgradig unsympathisch. Und was vermittelt denn das? Er stellt sich hier über so viele Leute, die eine wunderbare Arbeit machen, die mit sehr viel Aufwand, sehr viel Liebe aufklären, recherchieren ich bin der Geilste, ich mache das Beste, ich bin die Instanz und alle stehen unter mir, das muss man doch mal sagen dürfen. Weiß ich nicht, das sagt auch sehr viel aus über einen Menschen und ich bin selber kein Freund von Küchenpsychologie, aber er wirkt auf mich wie jemand, der sich immer in den Vordergrund stellen muss, weil er versucht, alles irgendwie darzustellen mit seinem Buch, was er geschrieben hat. In der Knastzelle sitzt er mit dann tollen Zitaten. Er ist Philosoph, er ist Drogenexperte, er ist der beste True-Crime-Podcaster aller Zeiten, er ist Präventionsexperte. Das ist so, das ist nicht real für mich. Ja? Wenn man real ist, dann muss man auch mal sagen, okay, das kann ich nicht, da bin ich nicht. Woran bemisst sich auch gut? Woran bemisst sich gut und der Beste an den Klicks? Es heißt doch nicht, dass, also für mich ist nicht immer gut, dass das, was am meisten Beachtung gibt. Es gibt mit Sicherheit richtig kleine Nischenkanäle, die richtig gute Arbeit machen. Aber komm, hören wir mal weiter. Ich habe da mittlerweile 130 Folgen draußen und jeder, der denkt, ich sitze voll rum, wenn ich kein YouTube mache, der irrt sich. Ich mache das hier. Ich recherchiere zu diesen Fällen, die bis jetzt ja immer von Journalisten, Studenten, Leuten, die eigentlich gar keinen Bezug zur Kriminalität haben, präsentiert wurden. Und wisst ihr, wie sich das für mich eigentlich anfühlt? Ja, aber stopp. Woher will er denn das wissen? Woher will er denn wissen, ob diese Leute keinen Bezug zur Kriminalität hatten? Ich selber höre Podcasts von ehemaligen Mitarbeitern der Polizei, ja, die sehr wohl ihres Jobs schon Bezug zur Kriminalität haben. Es gibt viele Journalisten, die ich kenne, die intensiv mit Kriminellen zu tun hatten, die mehr recherchiert haben, aufgedeckt haben, als jeder, der in dem Milieu selber drin ist, weil die ganz andere Einblicke gewonnen haben und hinter die Fassaden geschaut haben. Das ist ja auch so ein bisschen, ja, weil ich Gangster war, kann ich es am besten machen. Nein, deswegen ist man kein Experte. Man ist Experte seiner eigenen Biografie erstmal. Ja. Und warum kann ein Kriminologe nicht über Crime sprechen oder jemand anderes, ein Psychologe, der das psychologisch aufarbeitet, eine Forensikerin oder so? Wie kann man den Leuten das absprechen? Welche Expertise hat er dafür? Nur weil er selber sich hat erwischen lassen und im Gefängnis war, ist das doch noch lange kein Experte. Auch hier dreht, vor allem er ist ja kein führender Gangster gewesen. Ja? Er war ein krimineller, radikalisierter Jugendlicher, der genug Scheiße gebaut hat, insgesamt 10 Jahre abzusitzen. Ja? Der Typ war nicht der Kingpin im Rhein-Main-Gebiet, der ist kein Kopf einer Mafia-Struktur gewesen. Also er war, wenn schon krimineller, auf dem höchsten mittleren Niveau. Ja? Aber jetzt drehen wir es mal um. Ich bin nächste Woche zu Gast in Baden-Württemberg. Da diskutiere ich mit dem, oder habe eine Veranstaltung, ob es eine Diskussion wird, wird sich zeigen, dem Leiter des Instituts Rechtsextremismus der Universität Tübingen. So, und ich kann mich doch nicht vor so jemanden hinsetzen und sagen von wegen, ja, komm, ich erkläre jetzt mal, wie der Rechtsextremismus läuft. Ich war ja selber drin und du bist ja nur einer, der gar keine Berührung damit hat. Alter, was wäre das für eine Einstellung? Also dann, dass man da nicht geteert und gefedert wird und davongejagt wird, das wäre mir unverständlich, ne? Aber im Grunde genommen macht er hier ja nichts anderes. Ja, die machen da alle Podcasts, die haben gar keinen Bezug. Ich habe den Bezug, ich bin krimineller gewesen, deswegen kann ich das viel besser. Also das ist schon geil, ne? So, Leute, noch können wir auf den Chat nicht eingehen. Ich möchte ein bisschen was laufen lassen. Wartet ganz kurz. So etwas sehe. Er hat sie mit einer Pistole erschossen.
meine Füße. Boah, das tut mir leid, es tut mir leid. Also, ich will ja gleich zu dem Punkt kommen, wo er auf mich zu sprechen kommt. Und wir haben noch was anderes vorbereitet. Also, erstmal grundsätzlich, warum ist Maximilian Pollux jetzt Waffenexperte? Ich selber war in der organisierten Kriminalität unterwegs. Das ist nun mal erwiesenerweise so. Das sind meine Urteile. Ich war 20 Jahre drin. Ich hatte mit Waffen mein Leben lang zu tun. Trotzdem kenne ich mich mit Waffen mega schlecht aus. Jeder, der meine Serien verfolgt, manchmal schwimme ich. Ich skripte meine Serien zum Beispiel nicht, Maximilian. Kenne ich mich trotzdem damit nicht aus. Und was sagt es denn darüber aus, dass jemand erschossen wurde? In vielen Crime-Podcasts geht es darum, was war die Motivation, wie ist was passiert, was sind die Hintergründe, welche Mechanismen haben da gegriffen? Ja, oh Gott, dass da nicht jeder dann sich mit allem auskennt, aber du kannst doch auch nicht alles wissen. Das ist mega unangenehm, was hier gemacht wird. Dass jeder damit herabgewürdigt wird, der nicht auf jedem Gebiet ein Experte ist. Und das bist du doch auch nicht. Wo bist du der Experte für Waffen, Maximilian Pollux? Würde ich mal gerne wissen. Offene Frage. Ich frage mich jetzt, ich meine, das ist natürlich auch Unterhaltung, was er hier bietet, aber was bringt ihm jetzt diese sarkastische Schmähung von anderen Podcastern? Was ist jetzt sein Anliegen? Will er sich jetzt hier selber präsentieren und sagen, so, ich bin der Geilste, ich bin der Pollux, ne, ist zwar nicht mein richtiger Name, ich bin so real, dass ich mir selber einen Namen aus der griechischen Mythologie geben muss, ja, als Titan, Vater Zeus, Mutter die Königin von Sparta, Kastor, der war zu menschlich, so wollte ich mich nicht nennen. Das wirkt einfach so, als wenn er das Bedürfnis hat, sich über andere zu stellen. Ne? Wow, danke schön, Marisa. Danke, mein Spaß. Wow. Kann ich sehen, habe ich ein Wow verpasst, was Wow würdig war oder was? Nein. Ja, hier, Impro Kosmos schreibt, bin Messerexperte und habe mir gerade ein Brot geschmiert. Ja, so ungefähr. So ungefähr muss man das jetzt leider zusammenfassen. Okay. So geht's mir. Und wenn Leute, die das alles nur aus Büchern kennen oder die am besten noch andere Menschen ihre Skripte schreiben lassen und die dann einfach nur noch so ablesen, wenn diese Leute über Verbrechen reden, teilweise über Menschen, die ich persönlich kenne, dann ist es so, als würde ich einen Podcast über Autos machen oder übers Kochen. Warum kann jemand Studiertes nicht darüber sprechen, der Kriminologie studiert hat? Warum kann der nicht über Kriminalität sprechen, der sich damit beruflich beschäftigt, jeden Tag? Und Kriminalhauptkommissarin, die vielleicht 40 Jahre im Dienst war, was meinte, was die für Storys erlebt hat? Maximilian, die kann 1000 Storys mehr erzählen als du. Philipp, in der Theorie kannst du dir ja vieles aneignen. Ich bin auch nicht im alten Rom zugegen gewesen, weil so alt bin ich nicht, auch wenn ich manchmal so wirken sollte. Kann ich doch trotzdem in der Theorie über Dinge erzählen. Ja? Es ist dann immer problematisch, wenn jemand ohne persönlichen Erfahrungen über persönliche Erfahrungen sprechen will. Da bin ich auch kein Freund von, weil ich sage, okay, das kannst du nicht richtig erfassen, wenn du nicht mitgemacht hast. Du kannst das theoretisch ausleuchten. Aber ich glaube, er hat hier seinen richtigen Triggerpunkt verraten. Dann reden die über Leute, die ich kenne. Ich kenne die. Ich kann über die richtig reden, wie die rauchen und wie die sich lustig verhalten und was die machen und wie die quatschen. Ne, das kann so jemand anders gar nicht, der die nicht kennengelernt hat. Ja, muss man aber nicht. Ich muss nicht Adolf Hitler gekannt haben, um als Historiker zu erzählen, was das für ein Typ gewesen ist. Ne? Also, was ist denn das für ein Anspruch? Wenn es danach geht, dürften ja nur Leute über Problematiken sprechen, die sie selber durchhaben. Also das wäre genauso, als wenn man sagt, in der Suchtprävention dürfen jetzt nur ehemalige Junkies und Alkoholiker sprechen und niemand, der sich andere Qualifikationen erworben hat, durch Studium, durch aber Erfahrung auch da, oder durch auch Arbeit. Auch da kommen wir noch zu, auch er macht nur die richtige Prävention, was Cannabis angeht. Ich selber habe hier einen Verein aus Lübeck, den es hier seit über 20 Jahren gibt. Klick heißt der, C-L-I-C, mit dem ich auch einen Projekt plane, die seit über 20 Jahren die Prävention machen, als ehemalige Drogenabhängige, aber auch da kommen wir noch zu. Genau, also ich lese hier gerade auch Lydia Benecke, auch zum Beispiel, die ja selber auch nicht kriminell war oder sonst irgendwas. Ja, das, ich glaube, sie ist Forensikerin, oder? Ja, also ihr Mann ist Forensiker, sie hat, glaube ich, eine andere Profession, ne? Hat sie gehabt. Genau, sie ist, glaube ich, Kriminologin. Naja. Auch gute Arbeit, ihr Mann auch, ja, also auch der Dr. Marc Benecke, ganz toller Typ, ganz tolle Videos, die er macht. Könnte man ja genauso sagen, ja, was redet der über Themen und so, der ist Gerichtsmediziner, so nach dem Motto, weißt du, also es ist schon. Ja, jetzt kommt hier, lustig, jetzt macht er sich lustig mit dem Video, dass er Autoexperte ist. Oh, wer ist das denn? So, weil ich jetzt keine Zeit für. Also, mein Name ist Maximilian Pollux, geräumig. Ja, Autoexperte, lustig. So. Und das werden wir machen.
Wir werden ein YouTube-Format über True Crime machen. Und zwar richtig. Es wird nicht mehr nur über Verbrecher geredet, sondern jemand, der selbst Verbrecher war, wird euch ungeschönt diese Fälle auseinanderbauen. Das wird hier passieren. Und wenn es eine Weile läuft, wird es jetzt aber gefragt, ganz kurz. Also spricht ihr jetzt über Fälle, an denen er beteiligt war, oder spricht ihr über andere Fälle? Weil da könnte man ja auch sagen, ja, nur weil du Krimineller bist, hast du doch keine bessere Einblicke in fremde kriminelle Aktivitäten. Da weiß doch ein Staatsanwalt mehr als du oder ein Kriminologe mehr als du, der die Dinge ganz anders von einer Ebene erfassen kann, als jemand, der einfach sagt, so, ey, ich war auch kriminell, ich mach das jetzt und baue das auseinander. Also das ist ja auch so ein bisschen, ja, ich kann es als Einziger richtig gut. Ne? Die anderen haben alle keine Ahnung, weil ich war ja richtiger Krimineller. Wir kommen ja gleich noch zu. Als das hier. Aber der Nightstalker, der ist doch schon sexy. Hä? Nein, ist er nicht. Aber jetzt machen wir erstmal die U-Haft hier zu Ende und deswegen... Aber hättest du gesagt, der Werner Frankfurt ist aber ein sexy Typ mit einer geilen Bude und der führt ein Leben. Mensch, oh, was für ein geiler Typ und mein Bruder... Dann wäre das in Ordnung gewesen, Maximilian. Ne? Der Nightstalker jetzt nicht, der ist nicht sexy, aber der Werner, der ist ein geiler Typ. Ne? Also ja, das ist aber, da wird wieder aufgeschaut, das ist das, wo man vielleicht selber als Krimineller hin wollte, ne? Wenn man das dann auch sieht, den Status, das Geld, was da ist. Aber Mario Kreisel schreibt auch gerade, vor allem verhöhnt man mit dem Abfeiern der Kriminalität die Opfer dieser. Und das darf nicht, das darf hier nicht untergehen, das ist uns auch wichtig. Wir wissen um die Opfer, die wir gemacht haben. Und ich hasse Täter-Opfer-Umkehr. Ich war jetzt hier das Opfer im Gefängnis, ich war Opfer der Polizei, ich war, was ist mit den Menschen, die man selber zu Opfern gemacht hat? Na, damit sollte man sich vielleicht auseinandersetzen. Ich lasse nur hier mal laufen, damit wir gleich hier auch in die Thematik noch mal ein bisschen tiefer reinkommen. Boom. So, wir sitzen jetzt fast 2 Jahre in Deutschland in Untersuchungshaft, zuvor fast ein halbes Jahr in den Niederlanden. Ist Zeit für einen Timestamp? Okay. Steigen wir mit einem Brief von damals wieder ein, um uns so ein bisschen dran zu gewöhnen, wo wir gerade sind. Da ist ein Smiley drauf. Ein großer, großer Smiley. Also, der Brief ist an die Fam. Hallo, wie geht's euch? Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Bei mir ist alles beim Alten und es geht mir sehr gut. Es ist schon wieder Donnerstag und die Woche war bis jetzt recht ruhig. Letzte Woche war ich in Nürnberg für eine Zeugenaussage, mal wieder. Es war okay und ich war schon mittags wieder hier. Eigentlich wäre jetzt gerade Kunstkurs, aber leider fällt das über die nächsten 4 Wochen flach. Auf Zelle habe ich keine Lust zu malen, auch lesen fällt mir schwer. Irgendwie bin ich dauernd müde, obwohl ich nicht mehr oder weniger als sonst schlafe. Noch ein paar andere Leute haben hier das gleiche Problem. Also überarbeitet bin ich höchstwahrscheinlich nicht. Vielleicht spiele ich zu viel. Mensch, ärgere dich nicht. In Klammern, ich gewinne fast immer. Das ist auch so typisch für mich. Muss ich so, ja, ich spiele nicht nur Mensch, ärgere dich, ich gewinne auch noch fast immer. Sau unsympathischer Typ. Oder es liegt am Wetter. Ich habe mir neue Turnschuhe bestellt zum Joggen. Leider ist es wie alles extrem schwierig. Angeblich sind in Turnschuhen ab einer gewissen Größe Metallteile in die Sohlen eingearbeitet. Das stört die Metalldetektoren hier und deshalb wollen sie sie mir nicht genehmigen. Schauen wir mal, wie das Ganze jetzt ausgeht. Ich mache jetzt auch Krankengymnastik wegen meiner Plattfüße. Lebe ich immer noch. Angeblich sind Einlagen kontraproduktiv, also gibt's keine. Egal, ab jetzt wird halt geübt. Ob das was hilft, werden wir sehen. Was gibt's Neues bei euch? Meditationskurs war ich auch noch. Genau, also so. Hier gibt es nicht wirklich was Neues. Es geht mir gut in Haft. Ich bin guter Dinge. Langsam geht es auch auf die Verhandlung zu. In wenigen Wochen ist es soweit. Und gleichzeitig mache ich mir keine Illusionen. Ich hoffe, irgendwie unter diese 10 Jahre zu kommen. Ich hoffe, die ein oder andere Lüge aufzuklären. Und ich hoffe, nach der Verhandlung endlich Besuch haben zu können. Ja, seit ich in Deutschland bin, habe ich keinen Besuch gehabt. Aber da ich in den letzten Monaten die Urteile so mitbekommen habe, die über die anderen gefällt wurden, ist mir klar, dass es ein Brett gibt. Es wurden so viele Leute verurteilt. Und das bringt noch so ein anderes Problem mit sich, weil wenn alle anderen bereits verurteilt sind, wie soll ich eine Chance auf einen Freispruch haben? Oder auf eine faire Verhandlung? Wie kann jemand von der Unschuldsvermutung ausgehen? Mal ganz kurz, stopp.
also er in einem Nebensatz sagt er jetzt, wie kann ich denn eine faire Verhandlung bekommen? Die Unschuldsvermutung. Also warst du jetzt unschuldig im Knast oder hast du Verantwortung übernommen und dich dem gestellt und gesagt, ja, ich war kriminell, ja, ich habe Scheiße okay, gebaut. Danke. Was soll jetzt wieder dieses hier den Rechtsstaat angreifen und ja, und gibt keine faire Verhandlung, so nach dem Motto. Was stimmt denn jetzt? War er unschuldig in Haft, Philipp, oder hat er die kriminellen Akte? Für mich fehlt wie immer die Übernahme von gewissen Verantwortung, von der Verantwortung. Ja. Also ich selber, wenn ich gefragt werde zu meiner Haftzeit, sage ich, ich hätte bedeutend länger verdient gehabt. Also das ist einfach, ich war mir meiner Taten bewusst und über viele Jahre, ich sage das immer wieder auch, wie die Justiz bei mir versagt hat, ne? Das sind wichtige Themen, aber hier schwingt das immer so mit unfair, ich, das arme Opfer. Hier fehlt mir absolut immer die Reflexionsebene, ja, was habe ich getan? Merkst du mal so, der harte Gangster auf der einen Seite will immer zeigen, so, boah, ich war so stabil, ich war so hart und ich habe das alles weggesteckt und ich war der Original G. Und auf der anderen Seite, oh, ich habe keine Einlagen bekommen für meine Plattfüße. Was für ein Terrorsystem, was für ein Terror, den ich da erlebt habe. Also schon schlimm. Ne, also das ist so ein bisschen, das hab, weiß nicht, wie es dir geht, hast du wahrscheinlich auch erlebt. In Haft gab es unglaublich viele solcher Typen, mit denen ich dann in meinen 2 Jahren zu tun hatte. Ich war ja auch in Rheinbach, wo sehr viele Langeinsitzende gewesen sind, die auch richtige Bretter vorm Kopf hatten. Auf der einen Seite waren die immer unglaublich bemüht, so ihren Status nach vorne zu tragen. Ich bin der Geilste, ich bin der Härteste, ich habe 10 Ferraris draußen stehen, kannst mir mal ein bisschen Kaffee borgen. Ja, genau. Und auf der anderen Seite waren die ultrasensibel, wenn mal irgendwas nicht so gelaufen ist, wie sie es haben wollten. Wo ich damals immer sagte, wenn ich so, Alter, du bist im Knast. Ne? Ich sag, das ist kein Schullandheim, du bist im Bau und guck dir mal in anderen Staaten Gefängnisse an. Da hast du gar nichts. Ne? Da kriegst du ein paar alte Lumpen. Naja, und wir dürfen nicht vergessen, Maximilian Pollux ist jemand dafür, der Gefängnisse abschaffen möchte. Alle sofort in offenen Vollzug, egal ob du strafenunabhängig, also das ist auch, da kommen wir vielleicht auch noch zugleich. Aber wir kommen ja gleich nochmal auf die Thematik, die mich überhaupt erst getriggert hat. Jeder andere in diesem Verfahren bereits schuldig gesprochen ist. Ich war ja selbst als Zeuge auf diesen Verhandlungen und mir hat man dort nie geglaubt. Im Gegenteil, ich habe Falschaussagen, Anzeigen gesammelt. Das ist wirklich ein bisschen schwierig, besonders wenn es den Kronzeugen gibt, der in all diesen Verfahren bereits ausgesagt hat und den das Gericht als äußerst glaubwürdig eingestuft hat. Ich muss aber trotzdem dazu sagen, Maximilian, warst du jetzt unschuldig im Knast oder nicht? Also das ist jetzt die Frage. Warst du jetzt unschuldig? Hat dich ein Kronzeuge fälschlicherweise in den Knast gebracht? Dafür hast du doch erzählt, was du eigentlich alles gemacht hast. Du hast doch selber erzählt, mit Waffen, mit Drogen, auf Flucht und sonst irgendwas. Bist du jetzt hier Täter oder bist du Opfer? Ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt, weil normalerweise, wenn ich angeklagt bin und noch ein Verfahren vor mir habe, sage ich nicht als Zeuge aus. Da würde jeder Anwalt ja sofort sagen, Junge, Aussageverweigerungsrecht, weil alles, was du hier sagst, kann gegen dich verwendet werden in deinem Verfahren. Das ist auch schon so ein bisschen komisch, da bin ich nicht tief genug drin. Klingt für mich aber auf jeden Fall nicht sehr glaubwürdig, wenn ich erzähle, ich habe in all diesen Verfahren schon als Zeuge ausgesagt, mir hat keiner geglaubt, ich habe Anzeigen gesammelt, und bist dann in ähnlicher Geschichte mit demselben Kronzeugen auch angeklagt. Axel, ich mach mich bis heute drüber lustig, selbst bei mir im Freundeskreis, die ihr ja nun fast alle kennst, mache ich mich immer lustig und ich sag immer, natürlich war ich ein unglaubwürdiger Zeuge, egal was. Weißt du, ich wäre heute noch unglaubwürdiger Zeuge. Das war nun mal so. Ich war schwerst kriminell durch und durch. Du willst dich selber schützen. Das war doch klar. Du willst die Strukturen schützen, du willst dich selber schützen. Ist doch, also wenn ich damals als Zeuge ausgesagt habe, habe ich auch nicht gesagt, ich sage die Wahrheit, die reine Wahrheit. Ich habe es immer so gedreht, dass es für unser Narrativ und für die Leute, die mir nahestanden, gepasst hat. Wie soll ich bei meinem Verfahren zeigen, dass dieses Schwein lügt? Geht nicht. Sonst wären die ganzen anderen Urteile ja schon Fehlurteile. Und in meinem Prozess gibt es ja diese zwei großen 31er, also diese zwei Verräter. Ihr habt beide schon kennengelernt, einmal Castetti und einmal der Professor. Beide waren sehr enge Freunde von mir. Und ganz beide kurz, haben den Weg Satz, gewählt. Ein Satz, mit der muss ich dazu sagen, Philipp, alleine schon diese Wortwahl Verräter, weil jemand dort ausgesagt hat. Haben wir noch nie gehört, oder? aufgeklärt hat. Aber ganz ehrlich, wie kann denn so jemand vor Jugendlichen als Präventionsarbeiter auftreten und sagen, hier, Kriminalität ist scheiße, kommt nicht in diese Strukturen, wendet euch einem vernünftigen Leben zu und spricht dann über Leute, die über Kriminalität aufklären. Vollkommen egal, ob aus Überzeugung oder um den eigenen Arsch zu retten und nennt die dann Verräter.
Dass er sagt, von wegen, der war ein Schwein, ich habe mich persönlich von dem dann verraten gefühlt, das wäre eine Sache, aber der Verräter der 31er, das ist so Gangstersprache. Wen will er denn damit abholen? Was ist denn hier seine Einsicht, die er hat? Wen er abholt, das hat es gezeigt. Ich kann euch das nur empfehlen, unter die Videos und bei Instagram drunter zu gucken, dass man das sagen muss. Das holt ein gewisses Klientel, kriminelles Klientel ab. Das kommt genauso wie bei Jannes, ich bin gerade Eckert. Ja? Der hat mir ja verboten, über ihn zu sprechen. Da wird schon noch was kommen, also da macht ihr keine Sorgen. Da tummelt sich Wutbürger bis Krimineller hin und die dann von, du bist ein richtiger Stabibi. Ja, da steht unter ACB, steht da Kram drunter, allen möglichen Scheiß auf den Start. Da sammelt sich wirklich ganz viel. Ich habe noch Instagram-Screenshots, kann man sich angucken, immer wieder, wenn er diese Themen rausholt. Das ist das, worauf man auch stößt. Wenn er aus einem Präventionsunterricht rauskommt, stoßen die jungen Leute auf diese Kommentare. Und da frage ich mich, dann mach doch nur YouTube. Dann mach den besten True Crime Podcast Deutschlands als Experte für alles. Aber dann halte ich von den anderen Sachen fern. Ja? Also Verräter haben wir noch nie gehört. Das ist ja eine Sache, das ist ganz neu auf dem Kanal. Da machen wir einfach mal weiter. So, los geht's. Polizei zusammenzuarbeiten. Nicht, weil sie wirklich eingesehen haben, dass sie einen Fehler gemacht haben und sich ändern wollen. Nein, um ihre eigene Haut zu retten. Meiner Meinung nach der Standard unter den 31er. Ein Tausch. Die eigene Freiheit gegen Informationen. Und komisch, diese Leute kommen alle nie freiwillig. Auch er ist nicht gekommen und hat gesagt... Pass auf, das halten wir jetzt fest. Alle kommen nie freiwillig. Wir kommen jetzt... Ich will meine Story leider nicht spoilern. Ich will sie wirklich nicht spoilern, weil die Serie ist noch nicht auserzählt. Aber der Maximilian Pollux wird seine Informationen wieder haben... aus seinen alten Gangsterkreisen. Das weiß ich, er hängt mit vielen Leuten rum aus dem Hells Angels Umfeld, ne, mit denen er da auch zusammen im Gefängnis saß, mit denen er abhängt, bei denen er sich bei YouTube präsentiert hat, bei Instagram und so weiter. Gehen nie freiwillig dahin. Das ist die Expertise dieses wirklich allumfassend, allwissenden, zu allem äußernden Maximilian Pollux. Kommen wir gleich dazu. Ich hätte jetzt hier aber eine Frage, Philipp. Wenn es jetzt anders wäre und all diese Leute, die mit dem Staat kooperieren, ich glaube auch, das werden die wenigsten freiwillig tun. Das habe auch ich nicht freiwillig gemacht, auszupacken. Ja, das habe ich auch gemacht, weil ich einfach sagte, keinen Bock mehr, kann nicht mehr, will nicht mehr und will jetzt raus und Ende aus. Gar keine Frage, das wird tatsächlich schon der Standard sein. Aber nehmen wir mal an, es wäre jetzt in der Theorie anders. Und all die Leute, die sagen, ich sage jetzt aus, ich kläre über die Strukturen auf, ich helfe mit, die Kriminalität zu bekämpfen, indem ich diese Strukturen ausleuchte und auch sage, was ich mitbekommen habe und wer wofür verantwortlich ist. Die würden das alle aus Überzeugung tun, die würden alle sagen, hier, ich habe erkannt, das ist falsch, das führt in die Problematik, in die ich mein Leben hineingesteuert habe. Ich möchte nicht, dass das anderen passiert. Ich möchte nicht, dass Unschuldige bestohlen, beklaut oder sonst wie Schaden der Gesellschaft entsteht. Deswegen mache ich jetzt hier den Kronzeugen. Wäre das dann okay für ihn? Wäre das dann ein Unterschied zu sagen, okay, der ist jetzt stabil als diejenigen, die es machen, um ihren eigenen Arsch zu retten? Ich unterstelle jetzt einfach mal was. Ich gehe davon aus der Sicht von Maximilian Pollux, alle, die mit dem Staat zusammenarbeiten, die überhaupt schon mit Polizei zu tun haben, sind Verräter, sind außerhalb dieser OG-Bubble. Das ist das, egal wie, wenn was kommentiert wird, ist das so. Seine große Ablehnung gegen Polizei hat er so oft kommentiert. Traurig auch mit wirklich höhnischen Kommentaren. Also auch hier muss man sagen, ich habe auch viel Scheiß erlebt mit Polizei, haben viele, ja, aber es ist halt eine Institution, da gibt es natürlich auch Armleuchter und schwarze Schafe, aber der Großteil der Polizei, mit dem auch ich zu tun hatte und die ich heute kenne, sind anständige, vernünftige Menschen, die das Beste im Sinn haben. Und da so ein pauschales Feindbild aufzuziehen, so ACLB und die Bullen und die Cops und die manipulieren das ist einfach ein... Billig, es ist nicht authentisch und was soll so ein Jugendlicher denken? Ja, da ist ein Jugendlicher, der für Kriminalität anfällig ist und da steht so ein Typ in seinen Videos, der erzählt, ja, die Cops und die Justiz, die verarschen dich alle, die manipulieren, die lügen, die arbeiten mit Lügnern zusammen. Was vermittelt das denn so einem Menschen? Ja? Ich distanziere mich von diesem Gedankengut und ich möchte jetzt ein paar Verbrecher melden. Nein. Diese Leute werden erst erwischt, verhaftet
und dann distanzieren sie sich von den Freunden von gestern. Und ey, ihr könnt alle glauben, was ihr wollt, aber ich kaufe das diesen Menschen nicht ab. Jeder, der den Paragraph 31 nutzt, tut es, um seinen eigenen Hintern zu retten. Und deswegen heißt es in diesem Paragraph auch Informationen gegen Straferlass. Und man kann jetzt lange darüber philosophieren, ob es falsch ist, frühere Komplizen zu decken oder ob es in Ordnung ist, über Straftaten zu schweigen, von denen man weiß. Es ist nicht in Ordnung und es ist nicht in Ordnung prinzipiell. Wenn du für ein normales Leben bist, frei von Kriminalität, dann musst du ganz klar sagen, es gibt keine gute Kriminalität und in diesen Strukturen gibt es auch keine Freundschaft. Das sind kriminelle Kumpane und er sagt ja selber immer, es gibt unter diesen Leuten keine wirkliche Ehre. Dann setz es aber auch konsequent um. Dann verteidige nicht hier diejenigen, die immer wieder erzählen von wegen, nee, du darfst nicht über deine alten Kumpels aussagen und mit dem Staat zusammenarbeiten, 31er. Alter, sag doch von wegen, es ist etwas Gutes, über Kriminalität aufzuklären, es ist etwas Gutes, diese Strukturen zu bekämpfen. Ja? Nee, da muss jetzt hier, kann man lange drüber philosophieren. Nee, kann man nicht. Kriminalität ist scheiße, Kriminalität zu bekämpfen, aus welchen Gründen auch immer, ist etwas Gutes. Punkt. Kommt nur in der eigenen Bubble nicht an und bei den eigenen Freunden. Dann kriegst du wahrscheinlich eine Nachricht. Was hast du da gesagt? Meinst du mich damit aus dem Umfeld? Ja, also, aber wir kommen noch diesen Wahrheitsanspruch, den er unglaublich hoch hat. Also, er hat alles durchdrungen. Ich sag's immer wieder vorsichtig sein, wenn man sagt, es ist immer und jeder und es ist, ich weiß das. Da warnen wir immer regelmäßig vor, schon bei Extremisten und da warne ich jetzt hier auch bei Maximum Pollux vor. Es tut mir leid, dass ich heute meine Story ein bisschen spoilern muss, aber ich muss das gleich auflösen hier, was er fälschlicherweise behauptet. Und das war überhaupt erst der Auslöser, dass ich mich heute damit beschäftigen muss, mit Maximilian Pollux, wie immer er heißt. Damit wäre es erst, das wäre das erste Reale gewesen, um zu sagen, ich arbeite hier mal mit einem Klarnamen. Ja, das ja, aber klingt halt nicht so toll wie Pollux. Ne? Das Lustige ist, es heißt also wortwörtlich übersetzt aus dem Griechischen sehr süß. Also sehr süßer Typ, aber ich glaube schon, dass er eher dann auf diese Titanengestalt geschaut hat. Vater Zeus, ja, großer Krieger, ja, Sohn der Spartanerkönigin. Ne, das ist schon geil. Das erinnert mich so an Homer Simpson. Da gibt es eine alte Simpsons-Folge, wo er seinen Namen umbenennt, um besser anzukommen im Job. Da nennt er sich nicht mehr Homer Simpson, sondern Max Powers. Ne, das ist so ein bisschen hier der Pollux-Effekt, aber immer real, ich bin total real bis zum geht nicht mehr, aber nenne nicht meinen richtigen Namen, ne? Weil Pollux klingt halt einfach geiler. Ne? Ob man es vielleicht dem Staat sogar schuldet, alles aufzudecken? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich mich geändert habe, nachdem ich meine Strafe abgesessen habe. Und nicht, als man mir eine Belohnung angeboten hat. Ich habe mich mittlerweile bei vielen der Menschen entschuldigt, denen ich damals geschadet habe. Und das nicht, weil ich deswegen weniger Strafe bekomme, sondern weil es mich anwidert, wie ich damals war. Man kriegt auch nicht weniger Strafe, weil du dich beim Opfer entschuldigst oder so. Laber doch keinen Mist, erzähl den Leuten doch keinen Mist. Aber es ist ja auch gut, dass er das gemacht hat. Also gar keine Frage. Finde ich aber okay, dass er das gemacht hat, aber es sind ja zwei verschiedene... Axel, aber wie verhöhnend ist das? Axel, wie verhöhnend ist das? Du setzt dich mit einem Opfer hin und sabbelst sie voll und sagst, mir tut das alles leid, ich habe mein Mindset überarbeitet. Ja? Und dann setzt du dich mit genau den Kriminellen wieder hin, die zu deinem Freundeskreis erzählen, gehst auf die Fight Night, machst da Bilder hier mit anderen aus der kriminellen Rockerszene, machst so Bilder, Faust und hier Brothers bei der Fight Night, setzt dich mit aktiven Kriminellen irgendwie hin oder zumindest die zum kriminellen Milieu hören. Das ist eine Verhöhnung von Opfern. Das wäre genauso, als wenn ich zu Opfern von mir hingehen würde, die ich herabgewürdigt habe, die ich angegriffen habe und würde dann heute Abend mit Tommy Franken scheiß Hitlerschnitzel essen gehen. Das wäre eine Verhöhnung der Opfer. Aber mal die Frage, glaubst du an Opfer, ja, von Kriminalität? Ja, der gibt auch nur einen feuchten Kehricht darauf, ob seine Täter aufgeklärt wurde über jemanden, der als 31er fungiert hat, weil er eine innere Einkerschen durchgemacht hat zur Zeit seiner Zusammenarbeit mit den Behörden oder weil er seinen Arsch retten will. Hier geht es darum, Kriminalität zu bekämpfen, Kriminalität aufzuklären, die Strukturen zu schwächen und auch ganz klar Leute dingfest zu machen, auch durch Strafe und durch Verfolgung, um sie davon abzuhalten, weiter kriminell zu sein, weiter Schaden zu verursachen, weiter Leute zu bedrohen, auszunehmen und
das ist doch der Hintergrund. Ja, also wenn ich überfallen worden wäre oder ich hätte eine Kugel in den Kopf bekommen, weil ich irgendeinen Drogendeal gesehen habe oder irgendeine Hinrichtung, dann ist mir das doch scheißegal, ob das aufgeklärt wird durch jemanden, der eingeknickt ist, weil er den Knast nicht haben wollte, oder durch einen, der dann sagt, ja, tut mir jetzt aber leid, aber kann man lange drüber philosophieren, Also es ist echt, ich weiß schon, warum ich den nicht angucke. Axel, eine offene Frage, wenn er jetzt so über 31er und Verräter und so spricht. Nehmen wir an, du bist in einem Workshop mit Jugendlichen, was weiß ich, FSJler, freiwillig soziales Jahr, und da ist ein junger Mann dabei, der war in kriminellen Strukturen, wurde als Läufer, als Pusher genutzt, ja, wurde dann von, weil er selber abgezogen worden ist, wurde er von den älteren Kriminellen, was ein Gang und Gäbe ist, ne, unter Druck gesetzt, wurde erpresst, Schulden aufgebrummt, Strafgelder, eine ganz normale Geschichte, eine Geschichte, die jeden Tag dutzendfach in Deutschland passiert. Und dieser junge Mann hat Angst, er wird bedroht, die Freundin wird vielleicht bedroht, er wird zu Hause besucht. Und der geht dann los und sagt, gut, mir reicht's, ich gehe aus, ich sag über diese Strukturen aus, belastet sich selber, kriegt dann dafür Straferlass, ne, weil er sich selber belastet, ist dann vielleicht 20 Jahre alt, ist ja dann sozusagen ein Verräter aus Maximilian Pollocks Sicht, sitzt dann in diesem Workshop. Ja, wenn der über seine alten Freunde dann erzählt, Philipp, die waren ja lange gut genug, als er mit denen dann auch hier Drogengeld verdient hat, dann hätte er seine Strafe absitzen sollen, schön 10 Jahre, hätte danach einen Podcast gemacht, ich bin jetzt hier Maximilian Castor, und hätte dann erzählen können, ja, er hat danach aber bereut und hat danach sich bei allen entschuldigt, denen er mit seinen kriminellen Aktivitäten Schaden zugefügt hat. Ne? Das ist der Text, den er hier vermittelt, und das ist brandgefährlich. Und was würde er zu diesem Jugendlichen sagen? Sagt, oh, du bist ein Verräter, du bist ein 31er, bitte raus aus meinem Kurs, oder du hast alles falsch gemacht. Ja, du hättest diese älteren Gangster, hättest du schützen müssen, das hättest du absitzen müssen, du hättest das über dich ergehen lassen müssen, du hättest es ertragen müssen. Philipp, er arbeitet ja auch gern mit emotionalen Bildern. Ich nehme jetzt aber ein noch emotionaleres Bild, ja. Da ist eine junge Frau, der ein Typ kriminell geworden ist, den liebt sie, und der hat sie anschaffen geschickt. Ja? Und das ist dann von Leuten entdeckt worden, ach, ist ein junges, hübsches Mädchen, die kann Geld verdienen, und sie ist dann ein Zuhälterring geraten und hat dann da anschaffen müssen. Ja? Dann sagt sie irgendwann aus, weil sie das einfach nicht mehr ertragen hat und nicht mehr konnte, sagt dann auch über ihren ehemaligen Freund aus, was der da gemacht hat, warum es dazu gekommen ist, dass sie in diese Situation gekommen ist. Ist das dann eine Verräterin? Muss man der dann sagen, ja, wie kannst du über deinen eigenen Freund, den hast du doch geliebt, aussagen, und der hat ja keine Knarre an den Kopf gehalten, du hast ja für den angeschafft, das hättest du einfach alles ertragen können. Ja. Was sind das für Bilder, die dahinter stehen? Kann ich nicht nachvollziehen und triggert mich auch sehr hart, aber wir kommen ja dazu, wir kommen langsam dazu. Und mein Rat an alle, die in so einer Situation sind: Veränderung passiert in euch. Ihr müsst sie nicht nach außen tragen, ihr müsst nicht die Freunde von gestern verraten, ihr müsst nicht noch mehr Mütter zum Weinen bringen. Ich dachte, er sagt, in der Kriminalität gibt es keine Freunde, das sagt ja, er immer Alter, wieder, er Alter, sagt, in der Kriminalität gibt es keine Freunde. Alter, jetzt mal ganz ehrlich, ihr müsst nicht andere Mütter zum Weinen bringen. Die Leute, die über die Scheiße von anderen aufklären, sind nicht schuld, dass die Mütter weinen müssen, sondern die Typen, die kriminell werden, die sich entscheiden, darauf zu scheißen, die genau die Gefahr kennen, sie wissen, was sie tun, und sich jetzt hinter anderen zu verstecken, die dann darüber aufgeklärt haben, ist so... Nein, lass doch die kriminellen Strukturen laufen. Axel, du Alter, kannst... Du verstehst das nicht. Lass doch... Dann soll der Scheiß so nicht kriminell werden. Das soll deine Message sein, den Leuten zu sagen, werd nicht kriminell, dann muss deine Mutter nicht weinen. Wenn du kriminell bist und es kommt raus, egal durch wen, ob durch den Staat, durch Überwachung oder Leute, die dich verpfiffen haben, bist du verantwortlich für deine Taten. Alter, ich kann mir das nicht geben. Was ist das für ein Typ? Alter, ihr bringt nicht noch mehr Mütter zum Weinen. Nee, lieber Kriminalität deckeln, die Leute durchkommen lassen. Und das kennen wir alle von Kriminellen. Wenn du nie erwischt wirst, wenn du nie mit Konsequenzen konfrontiert wirst, dann hörst du irgendwann von selber auf. Dann sagen die Leute auch, ach komm, so viel Geld verdient, ey, und hier geilen Status, geile Fight Night, und ich bin hier voll der Checker, ich bin der Babbo, dann hören die irgendwann von selber auf. Nicht, weil es Strafe gibt, nicht, weil es Konsequenzen hat, ne? Und Hauptsache, die Mutter muss nicht weinen. Lass die ruhig mit ihrem kriminellen Sohn da weiter durch die Gegend marschieren, ey. Ja, das, was das verstehst du daran nicht, Axel? Aussage, Axel. Wie kann man so jemanden auf junge Leute zulassen? Ich meine, der Typ ist eingeladen beim Deutschen Präventionstag. Alter,
Ja, ihr müsst jemanden verraten, Veränderung kommt aus euch. Ja klar, Glückskeksspruch, vollkommen richtig, Veränderung kommt aus dir, aber nicht verknüpft mit, ihr müsst nicht aussagen, ihr müsst alte Freunde nicht verraten. Die bleiben eure Freunde, wie bei mir, kannst du immer noch mit denen nachher schön abhängen. Ne? Und bloß nicht die Mütter zum Heulen bringen, weil ist ja schlimm für die, wenn ihr Sohn wegen Gewalttaten, wegen Drogendelikten und während organisierter Kriminalität in den Knast geht. Keine Mutter findet das geil, aber es ist die Verantwortung der Typen, die kriminell werden. Axel, erinnert dich, was wir vor dem Stream besprochen haben? da platzt mir die Hutschnur. Also wir haben uns ja wirklich vorgenommen, das hier ruhig und sachlich. Aber ganz ehrlich, ich sag's jetzt mal ganz platt, diese Scheiße kann man doch nicht unkommentiert lassen, Philipp. Also ernsthaft, das ist echt ekelhaft, was der macht. Wenn ihr, wie Philipp behauptet, einen Terroranschlag damit verhindern würdet, dann ist das die eine Ausnahme. So. Hier diffamiert er mich und hier sage ich mir jetzt mal ganz ehrlich, hier werde ich Maximilian Pollux jetzt mal auf die Probe stellen und zwar über ein rechtsstaatliches Verfahren, damit er Bescheid weiß, weil er hier Dinge behauptet, die ich nicht gesagt habe. Hier gibt's Leute wahrscheinlich, viele, die meinen Kanal schon länger verfolgen und meine Serien auch geguckt haben. Ich habe noch nie in meinem Leben, ich habe einen Terroranschlag verhindert gesagt. Noch nie in meinem Leben. Ich war inhaftiert wegen Drogendelikten, da war ich schon aus dem Rechtsextremismus raus. Maximilian Pollux lügt hier. Er lügt. Und das rotzt er ins Internet. Und das muss ich auch sagen, und da werden wir das einfach mal gucken, was hier der Rechtsstaat, den er ja sowieso ablehnt, das muss man sagen, er lehnt den Rechtsstaat ab, so wie er ist. Und das werde ich hier prüfen lassen, weil das ist einfach eine Sache, die nicht stimmt. Er sagt, ich habe noch nie in irgendeiner Serie, ich habe 1000 Videos auf meinem Kanal, ich fordere euch heraus, zu sagen, dass es darum ging, ich habe mal einen Terroranschlag verhindert. Der lügt er einfach. Die Frage ist ja jetzt, er nimmt jetzt hier random seine Sentenzen auf zum Thema Verräter 31er. Warum baut er dich jetzt hier einfach so ein? Also du scheinst ja schon bei ihm so ein kleines Zimmer in seinem Kopf bezogen zu haben nach deiner Kritik an ihm. Ja, und die Kritik war damals, weil er auch diesen Salafisten, ich glaube Marvin Dell... Dell? Dells? Ja, ja, der Bruder, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ja, ne, und hat ja seinen Weg gefunden, Salafismus, geil, ne? Also. Ja, und das muss man sagen, ich nehme die Herausforderung geht raus, wer das findet, dass ich das mal gesagt habe. Aber gut. Werden wir gucken, lass mich weiter erzählen. Wenn ihr nur einen geilen Deal machen wollt und wie Philipp dafür 5 Jahre Knast spart, dann rate ich euch davon ab. Also, ich habe keine 5 Jahre Knast. Ich habe keine 5 Jahre Knast bekommen. Keiner aus unserer Bande hat. Es wurde Bande nicht verurteilt, obwohl wir Rockerclub waren. Auch das habe ich schon erzählt. Das stimmt einfach nicht. Keiner hat über 5 Jahre bekommen. Und also, weil Bande bei uns nicht gesehen wurde. Aber er rät jetzt davon ab, einen Deal zu machen und sich 5 Jahre zu sparen. Also weint dann die Mutter nicht. Also die Mutter, die dann auf ihren Sohn weitere 5 Jahre verzichten muss. Die weint da nicht. Also er ruft jetzt hier quasi dazu auf, kriminelle Strukturen zu schützen, nicht auszupacken, sich nicht seiner Verantwortung zu stellen, stattdessen lieber den Schweigekodex, die Omerta, die Bruderehre hochzuhalten und dann ein real Gangster zu bleiben, der nicht verraten hat, der nicht ausgepackt hat. Also das ist schon, also... So, aber kommen wir gleich zu. Und weißt du was? Diese Story, die der Pollux jetzt auspackt, ich werde ja meine Story erst, ich erzähle sie leider chronologisch, Maximilian, und da werden wir noch zu kommen, warum, wie, was passiert ist. Das weiß ich, dieses Gesabbel, was Maximilian Pollux jetzt macht, 5 Jahre erspart und Terroranschlag, das ist zusammengewürfelt aus seinem kriminellen Umfeld, mit dem er noch rumhängt. Das ist das Narrativ, was die erzählen, was meine ehemaligen Weggefährten erzählen, aber die sich dazu nicht äußern, weil ich habe alle Akten hier. Ich habe alle Akten hier. Warum schießt mein altes Umfeld nicht dagegen? Weil ich die Akten hier habe. Ich habe die Telefonüberwachung hier. Maximilian, ich gebe dir die Herausforderung, erzähl, wie es war. Ich kann es hier mit Akten belegen. Die sind hier und die werden in der Serie nach und nach, kommen die wie immer, werden die dargestellt. Aber gut, ich habe hier 5 Jahre gespart und ich habe einen Terroranschlag. Hier haben einige geschrieben, ich habe alles von dir gesehen, Philipp, das hast du noch nie gesagt.
Ja, habe ich auch noch nie gesagt. Hast du aber im persönlichen Gespräch noch nicht. Also das wäre das Erste, worüber wir uns da unterhalten würden, wenn du sagen würdest, da war ein Terroranschlag. Axel, ich wäre in jeder Fernsehshow gewesen. Philipp Schlaffer verhindert Terroranschlag von Rechtsextremisten oder sonst irgendwas. Das ist doch, er lügt. Er ist halt ein Lügner. Und das ist das Narrativ, was seine noch aktiven kriminellen Leute ihm ins Ohr geflüstert haben. Und das verwurstet er hier. Ich würde hier mal gern so den Ball auch zurückgeben an die ganzen Naseweise, die jetzt schon wieder kritisiert haben. Ja, hast du den Pollux denn vorher angeschrieben und den damit konfrontiert, damit der Gelegenheit hat, dazu was zu sagen? Hättest du ja gern gemacht, der hat dich ja blockiert, ging nicht, ne? Aber hat denn der Pollux dich angeschrieben, lieber Philipp, und mal nachgefragt, hör mal, ich habe hier von Kriminellen gehört, die haben erzählt, du sollst dies und jenes gemacht haben. Stimmt denn das oder hat er das jetzt einfach nur so rausgehauen, um dir ein bisschen ans Bein zu pinkeln? Ich meine, der ist ja ein Ehrenmann, der ist ja real, er sagt ja auch immer alles, was er erzählt, stimmt hundertprozentig. Er ist ja die Wahrheit in Person. Also man sieht ihn ja schon quasi leuchten so ein bisschen. Ne? Aber kommen wir zu... Sitzt eure Strafe ab, bezahlt für eure Fehler. Ändert euch still und leise und für euch selbst. Und handelt dann... Und lasst die kriminellen Strukturen bitte weiterlaufen. Bitte lasst sie weiterlaufen. Nicht, dass noch Freunde von mir kein Geld mehr verdienen oder vielleicht selber dann noch in den Strudel. Ja, still und heimlich, also auch gar nicht woanders ankommen, gar nicht sein Umfeld, sein Selbstbild und seine Position verändern, sondern schön mit denselben Leuten noch weiter abhängen und mit denselben Leuten noch harmonieren, weil bleiben ja deine Freunde, du bist real gewesen, du hast sie nicht verraten. Das führt total gut dazu, wenn Leute wieder in alte Milieus kommen, mit den alten Leuten rumhängen und Kontakte haben, dass sie dann auf gar keinen Fall wieder kriminell werden, weil sie sich ja so toll selber geändert haben. Ne? Also alles, was der hier erzählt, ist im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was ich Jugendlichen anraten würde, wenn die Hilfe brauchen, aus kriminellen Strukturen und aus dem Extremismus wegzukommen. Das Erste, was man sagt, brich die Kontakte ab, schmeiß die alte Scheiße weg, übernimm Verantwortung, stell dich dem, was du getan hast und halte nicht an irgendwelchen komischen Vorstellungen von Ehre oder Kameradschaft, Freundschaft oder Milieu fest, was es gar nicht gibt, was er selber ja auch immer wieder in seinen früheren Videos gesagt hat. Es gibt keine Ehre unter Dieben, es sind keine richtigen Ehrenmänner. Wahrscheinlich meint er damit jetzt die 31er und gar nicht die, die real geblieben sind und die Fresse gehalten haben oder was. Also... an als neue Menschen. Alles andere klärt Karma früher oder später. Oh, neuer Glückskeks. Ihr merkt, ich habe immer noch ein Thema mit dem Verrat. Auch jetzt gerade, wo es so in diese Verhandlungsphase reingeht. Und dafür gibt es viele Gründe. Erinnert ihr euch zum Beispiel an Nala, das tapfere Löwenmädchen? Jetzt kommt er zu Nala. Also, er sagt ja, also ich spoilere jetzt schon mal aus meiner Geschichte, Axel. Als ich erwischt wurde, da war ich schon 6 Monate raus, das vergisst der Maximilian Pollux, das kann er vielleicht jetzt nicht nachvollziehen. Ich war schon 6 Monate raus und ich wurde dann verhaftet, auch diese Unterlagen habe ich schon mal gezeigt bei YouTube, weil 2 ehemalige Weggefährten von mir in einem verwanzten Auto der Polizei über mich gesprochen haben. Deswegen wurde ich nochmal verhaftet, da war ich 6 Monate raus. Ich hatte schon Gefährdungsansprachen der Polizei, dass die alte Gang da Bedrohungslage ist und so weiter. Da war ich schon raus. Da war noch gar nichts. Hab da noch nichts gemacht und dann wurde ich erwischt. Dann kam ich in den Knast. Als ich im Knast war, schon, ich sag mal so 8 Wochen später oder so, oder 12 Wochen später gab es die ersten Unterlagen, die TKÜs und so habe ich bekommen, wo ich gedacht habe, okay, woher wissen die das alle? Wo ich gedacht habe, okay, einer meiner Weggefährten hat vielleicht dann was gesagt. Und da habe ich gesehen, okay, es gab diese TKÜs. So, dann wurde mir irgendwie, als ich dann 3, 4, 5 Monate in Urhaft saß, hat mich ein Anwalt besucht, der auch jemand in dem Verfahren vertreten hat. Der hätte mich nicht besuchen dürfen, aber der hat mich noch in einer anderen Sache vertreten. Das ist Juristerei, weißt du? Und der kam zu mir und sagte so, pass auf, Philipp, alle wollen schweigen. Alle wollen schweigen. Da habe ich gesagt, okay, wenn wir erstmal alle schweigen, dann schweige ich mit. Da waren das schon Feinde von mir. Okay, ich schweige mit. Dann waren wir verteilt auf unterschiedliche Knäste. Jeder musste ja 2 Anwälte haben, großes Verfahren und so weiter. Und dann ist es so, dann wurde mein Verfahren abgetrennt. Und da haben alle gedacht, okay, da hat der was gesagt. Und da habe ich gedacht, so, okay, das ist ein Zug vielleicht der Staatsanwaltschaft, ne? Ja, also ne, auch die... Auch Tickling the wire, Verunsicherung, Fragen genau. Stellen, dann so, dann ja, die Leute dann zu lockern, dass sie auch was erzählen. Genau, ne? Also dann wurde mein Verfahren abgetrennt und dann ging deren Prozess vor mir los.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, die schweigen alle, mal gucken. Ich will erst mal gucken, was der Staat so hat. Wir schweigen alle. Dann wurde ich vorgeladen, dann lief deren Prozess. Dann wurde ich im großen Transport von Stralsund nach Schwerin gebracht. Bin in den Gerichtssaal reingekommen. Dann saßen alle meine Weggefährten, alle mit bösen Blicken mich gestraft. Die haben mich richtig getroffen. Ja, das war 3 Tage vor Weihnachten. War dieser Prozess, kam rein. Der Richter hat gesagt, okay, Herr Schlaffer, Personalien und so weiter, äußern Sie sich zu der Sache. Da habe ich gesagt, nein, ich möchte mich nicht selber belasten, ich sage hier nichts. Der Auftritt hat 2 Minuten gedauert, dann bin ich rausgebracht worden. Am nächsten Tag gucke ich Videotext. Und dann stand im Videotext drin, ehemalige Weggefährten belasten Rocker-Präsidenten schwer. Ich kann nicht mehr. Ich saß vor dem Videotext und ich habe gedacht, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? So. Dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf. Und dann stand später auch, okay, aber der Vorsitzende Richter sieht keine Bande. Das ist alles dokumentiert. Obwohl wir in einem Rockerclub waren, hat er keine Bande gesehen, weil nur 2 aus dem Club waren und einer extern war. Wurde keine Bande. So, Schwein gehabt. Da sind schon mal Jahre weggeflogen. Und dann habe ich gesagt, hat mein Anwalt angerufen und hat gesagt, pass auf, Bande ist weg. Wir werden uns im Bereich zwischen Bewährung und 3 bis 4 Jahren bewegen. Alles ist möglich jetzt. Da habe ich gesagt, okay, gut. Da habe ich gesagt, ich warte mein Urteil ab. Ich wurde dann, glaube ich, im Januar oder Februar irgendwie verurteilt und habe dann meine knapp 3 Jahre bekommen. Ich habe das Urteil auch sofort angenommen. Mein Anwalt hat gesagt, geht weiter. Ich sage, nein, nehme ich an. Bin ich völlig okay mit Strafe. Bin ich sogar richtig gut mitgefahren. Und dann kam das LKA zu mir und hat dann gesagt, passen Sie auf, Herr Schlaffer, in Ihrem Mietshaus wurden erneut Drogen gefunden und da ging es um Amphetamin und das sollte mir wieder angeklingelt werden. Und da habe ich gesagt, also jetzt reicht's, was die mir versuchen, jetzt alles runterzuschieben. Dann habe ich einen Brief geschrieben, ich spoilere das hier schon mal, das muss ich sagen, habe ich einen Brief geschrieben und habe geschrieben an den Vorsitzenden Richter von meinem Urteil und habe gesagt, ich möchte mich jetzt zu der Sache äußern. Mir wurde vorher angeboten, ich hätte nicht einen Tag im Knast sitzen müssen, aber ich wollte bestraft werden. Ich war damals so drauf, ich wollte bestraft werden. Ich hatte das Gefühl für mein Leben, was ich getan habe, ich muss bestraft werden. Ich hätte nicht einen Tag im Knast sitzen müssen. Ich habe gesagt, ich will dafür keine Strafminderung. Ja, also weil ich gesagt habe, aber ich möchte darüber dann aufklären und dann habe ich ausgesagt und habe meine Geschichte erzählt über die Leute und auch das und dann habe ich diese Aussage gemacht, das ist kein Geheimnis, ich habe das auf diesem Kanal schon 1000 Mal erzählt und da können die Leute drunter schreiben, Verräter oder sonst irgendwas, wie sie wollen, ihr versteht die ganze Story nicht, ich bin stolz drauf, dass ich es gemacht habe, das hat viel Überwindung und Mut auch gekostet, ohne mir selber auf die Schulter zu klopfen, das dann so zu machen. Das Einzige, was nachher gemacht worden ist, ist, dass es dann gesagt wurde, hat die Staatsanwaltschaft, mir wurden nachher 3 Monate erlassen von einer kleinen Bewährungsstrafe, weil ich dann damals diese Aussage gemacht habe. Ich habe 3 Monate erlassen bekommen. Das nennt Maximilian Pollocks 5 Jahre. Und ich habe da nicht mal drum gebeten. Ja, also das wurde mir dann angeboten und ich habe meine Strafe dann, das ist doch, verstehst du, das Gelüge hier, das nervt mich, das auch so darzustellen. Es gibt auch Leute, die mit ihrem Leben aufräumen, weil sie ein Bedürfnis danach haben, Maximilian Pollocks. Es gibt Leute, die wollen mit dem Leben, mit den Strukturen aufräumen und ihr Gewissen auch bereinigen mit dem, was sie getan haben. Und das ist auch richtig so. Da kannst du mit deiner Gangster-Attitüde umgehen, wie du möchtest. Und das war mir wichtig, euch das heute zu erzählen, damit ihr mal so einen Eindruck davon bekommt, was hier für eine Scheiße so erzählt wird. So, Respekt, wirklich Respekt, Philipp. Ja, also ist eine Sache, weißt du, wir haben kein Problem, auch unterschiedliche Meinungen zu haben. Manchmal fetzen wir uns auch auf vernünftige Art und Weise. Aber hier kann ich wirklich sagen, du hast es richtig gemacht. Ja, das ist eigentlich der Standard, der vermittelt werden sollte. Räum auf, brich die alten Kontakte ab, erkenne, das sind keine Freunde, weder im Milieu noch in der Rockerszene. Axel, darf ich dich kurz unterbrechen? Na klar. Und das, was du gerade gesagt hast, und da möchte ich deinen Input nochmal zu. Ich habe mir hier noch notiert, weil es hier so viele reingeschrieben haben, man muss alle Kontakte abbrechen. Man muss alle Kontakte abbrechen. Genauso ist es nicht möglich zu sagen, ich gehe aus dem Extremismus raus, wenn ich noch mit Kameraden abhänge oder nochmal zum Konzert oder zum Liederabend mitging, ist ja keine Demo. Man muss
eine reinliche Inventur durchführen. Man muss erkennen, dass die Bilder, die man im Kopf hatte von Ehre, von Zusammenhalt, von Kameradschaft, wie es bei uns genannt wurde, oder eben hier von der Gangster-Ehre und dem dortigen Zusammenhalt, dass das Trugbilder sind, die nur dazu dienen, Falsches zu beschützen, Kriminalität zu beschützen, Kriminelle und ihren Reibach zu beschützen. Du beschützt nicht den Freund, im Gegenteil, wenn der Verantwortung übernehmen muss, wenn der ein paar Jahre im Knast geht, weil er Scheiße gebaut hat, ist das für ihn die Gelegenheit, in sich zu gehen, zu erkennen, was falsch gelaufen ist. Wenn er weiterlaufen kann und wenn er denkt, ach hier, ich werde beschützt, durch diesen Schweigekodex, durch diesen Kodex nicht auszupacken, lieber die Fresse zu halten und 5 Jahre länger im Knast zu sitzen, wie Pollux so schön gesagt hat, und dafür die Freunde nicht zu verraten, schütze ich nicht meine Freunde, helfe nicht deren Leben besser zu machen, ich schütze nur die Kriminalität. Axel, eine kurze Story, die ich dir auch erzählen möchte, ich glaube, über den ich heute spreche, der hat heute sogar Geburtstag, er soll mir das nachsehen, falls er das noch guckt. Ich hab alle Brücken eingerissen. In den Rechtsextremismus und in die Kriminalität. Es gab sogar Leute, die sich mit mir treffen wollten aus der Kriminalität und haben gesagt, ja, mit mir hatte das ja nichts zu tun, scheißegal. Wir waren ja trotzdem irgendwie bekannt, befreundet, irgendwas. Aus deren Sicht habe ich gesagt, nein, gar kein Interesse dran. Ich saß mit jemandem zusammen im Gefängnis, der hat sich nach dem Gefängnis bei mir gemeldet und der kam auch nicht aus der Region, wo ich war. Ich musste es ein bisschen anonymisieren. Und hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, pass auf, wenn du bei mir auf der Ecke bist, ich lade dich dann zum Essen ein, komm, reden wir mal, weißt du, treffen uns, laber, laber, gehen wir was essen. Bin ich mit Marisa zusammen hingefahren. Ich war da sowieso beruflich unterwegs. Und dann habe ich mich abends gemeldet. Und dann, schon als wir uns getroffen hatten, hatte ich ein übles Gefühl. Weißt du? Weil ich ihn vorgefragt habe am Telefon. Ich habe 10 Mal gefragt. Ich sage, nach dem Gefängnis bist du wirklich raus. Ja, ich arbeite jetzt das und das. Ich habe mich selbstständig gemacht, dies, das. Dann bin ich zu ihm nach Hause. Ich kam da schon an und habe gesehen, okay, hier stinkt's nach Geld. Na, also, und wo ich mir gedacht habe, okay, nach dieser kurzen Zeit. Und da hat es wirklich nach Geld gestunken. Es sah auch so aus, als wenn konsumiert wurde, schnelles. Und hatte ich ein übles Gefühl. Das, was ich mir da vorwerfen kann, ist, dass ich es da nicht sofort abgebrochen habe. Aber man hat so ein Bauchgefühl und denkt so, okay, kann er einem ja auch täuschen, ne? Und dann sind wir essen gegangen und sind dann auch in ein echt gutes Restaurant von Nook, glaube ich, heißt der. In Berlin hat er so ein hippes asiatisches Restaurant, auch so ein Fernsehkoch war der öfters mal. Duck, glaube ich, heißt der, Duck. Und dann saßen wir da, da haben wir zu viel gegessen. Und dann auf einmal sagt er so, es kommen noch ein paar Kumpels von mir. Und dann saßen wir da und dann kamen die dazu und da habe ich Marisa schon angeguckt und habe gedacht so, oh, wie übel, weißt du. Und dann haben sie sich dazu gesetzt und worum ging es natürlich, die haben sich über Drogen unterhalten. Dann haben sie noch versucht, ein Waffengeschäft an dem Tisch zu machen. Dann wurde ich noch angesprochen, bist du nicht. Dann kam noch einer auch noch aus Mecklenburg-Vorpommern, ich kenne dich doch noch. Dann hatten die, und dann saß ich da, bin zu Marisa, ich bin auf Toilette, da habe ich Marisa noch geschrieben. Ich sage so, wir müssen sofort los. Ich will nicht mit den Leuten gesehen werden, ich will deren Gesabbel nicht hören und so weiter. Das ist den Fehler, den ich einmal gemacht habe, das sage ich dir ganz ehrlich. Wo ich gedacht habe, okay, deswegen müssen alle Brücken eingebrochen werden. Ich habe echt vorher versucht zu gucken. Und das ist genau das, was nicht geht, dass du mit diesen Leuten, dass du sie in ihr Handy hast, dass du mit denen sprichst, dass du mit denen triffst, dass die ihre Narrative erzählen wird und maximieren, das ist das nicht. Wenn du das für dich bei YouTube machst und du willst Deutschlands bester Podcaster werden, mach es. Aber dann halt dich fern mit deinen Botschaften echt und dann tu hier nicht so, als wenn das eine Aufklärungsmission ist, weil das ist es nicht. Ja, ist... Ich weiß nicht, jetzt geht es hier um die Nala oder sonst irgendwas. Wir könnten ja auch in das... Ja, also auch bei Instagram war es das so. Das ist eigentlich das, womit es mal losging. Dieses Bild hier, damit ging es eigentlich mal bei Instagram los, wo er sauer auf mich wurde. Mhm. Ja, das hat er, glaube ich, vor knapp 2 Jahren gepostet. Es ist so seltsam, dass Schweigen für mich das oberste Gebot war. Ich aber heute mein Geld mit Reden in einem Podcast verdiene. Ich hätte mir viele Jahre Haft erspart, wenn ich damals ausgesagt hätte. Aber ihr seid die Ersten. Nein, Moment, ihr seid die Ersten. Wo geht's denn weiter mit dem Kommentar? Da, glaube ich. Ich hätte mir viele Jahre Haft erspart. Ihr seid die Ersten, mit denen ich über meine Taten spreche. Nein, Mann, Alter, falsches Ding angeklickt. Wartet. So, bis heute stehe ich zu der Entscheidung, auch wenn es für meine Familie schmerzhaft war und eine meiner engsten Angehörigen deswegen nichts mehr mit mir zu tun haben will. Auf dieser Schwester-Sache reitet er sehr häufig drum, ist für mich eine Null-Reflexionsebene. Auch die Frage würde ich stellen. Er sagt immer wieder, dass er seine Schwester zum Heulen gebracht hat und so weiter. Würde ich mich mal fragen, weißt du, wie es auch so ist, sollte seine Schwester die Polizei rufen, wenn irgendwas ist? Ist das in Ordnung? Ja.
es ist halt wie bei Kriminellen, wenn es um sie geht, ist alles okay. Und wenn es nicht so läuft, wie sie es haben wollen, dann ist das alles scheiße, Verschwörung, mies und böse und falsches System. Es ist keine Logik dahinter, Philipp. Es ist logisch nicht zu ergründen. Ne? Ja, und wie gesagt, diese Posts werden ja gesehen. Ich glaube, dass mein neues Leben nur möglich wurde, weil ich niemanden aus dem alten Leben dafür verkauft habe. Mein neues Ich sollte nicht auf dem Nacken meiner früheren Freunde geboren werden. Dazu stehe ich bis heute also immer schön husch, husch. Ich habe diesen Post damals gelesen, ja. Also, ganz kurz, wer es nicht kennt, husch, husch ist tatsächlich ein amerikanischer Slang für still sein. Das ist so ein bisschen hier wie Hals-Maul, nicht mit den Cops reden, ruhig sein. Sowas hier zu propagieren, als jemand, der als Präventionsarbeiter eingeladen wird, um Jugendlichen zu erklären, dass sie aus Kriminalität wegkommen sollen, dass sie davon die Finger lassen wollen. Warum verbreitet er dann diesen kriminellen Kodex? Warum verbreitet er die Narrative, die Kriminalität schützen, die kriminelle Strukturen schützen? Ja, und es hat hier jemand im Chat auch gerade vollkommen richtig gesagt, selbst wenn du nur mit den Leuten abhängst und denkst, ich werde ja selber nicht kriminell, aber ich verrate keinen, du wirst doch immer wieder mit hineingezogen. Immer, immer. Schnell Mitwisser. Dann heißt es, komm, wir fahren noch mal wohin, dann wird da ein Deal gemacht, du kriegst das mit und schon bist du nachher in irgendeiner Organisation dann drin, wenn die sagen, ja, der saß ein paar Mal mit im Auto, der saß mit am Tisch, der ist Teil des Ganzen, dann sitzt du wieder vorm Richter, aber dann bloß die Fresse halten, bloß nicht auspacken, ja, bloß nix sagen, husch, husch, ne, weil nicht auf den Nacken von anderen dein neues Leben beginnen. Was für ein Ehrenmann, aber leider nichts verstanden. Von Menschen, denen man vertraut hat, verraten zu werden, ist das Schmerzhafteste, was passieren kann. Das ist so, Alter, wie kann man alles, was man seinen Opfern angetan hat, ausblenden? Man ist, hier ist er nur bei sich. Das, der arme Typ, der im Gefängnis sitzt und dann wegen seinen Straftaten, wegen seinen schwersten kriminellen Straftaten 13 Jahre bekommen hat und die dafür, das kriegt man nicht, weil man ein paar Kaugummis geklaut hat. Die haben doch alle gelogen, ihm sind doch Beweise untergeschoben worden und diese Lügner, diese 31er, diese Verräter, wie er sie nennt. Und das ist ja auch der Schlüssel, die Selbsterkenntnis, zu erkennen, die Situation, in die ich hineingeraten bin, war meine Schuld, meine Verantwortung. Ich hätte 1000 andere Wege beschreiten können, habe es nicht gemacht und bin in der Scheiße gelandet. Da kann ich nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, ja, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld. Und da muss man den noch mal fragen, den Pollux, wenn jetzt alle kriminellen Aktivitäten, die du in deiner Zeit als Krimineller begangen hast, aufgeklärt worden wären, ja, wie lange wärst du denn dann in den Knast gegangen? Wie lange wärst du denn da eingefahren? Aber das ist so diese Null-Selbstkritik. Das ist wieder so, die anderen sind schuld, ich wurde reingelegt, die scheiß Verräter, und hätten sie auch die Fresse gehalten, lieber 5 Jahre die länger im Knast als ich 5 Jahre. Das ist das, was dahinter steht in seiner Aussage hier. Und diese Ergänzung ist nur gekommen, weil die Diskussion dann an meinem Post losging. Diese Ergänzung ist danach erst gekommen, ne? Dieses Husch-Husch war vorher das Ende, ne? Es bricht einen in 1000 Stücke und man ist nie wieder wie vorher. Oh, können wir noch ein bisschen mehr Drama? Können wir einmal Licht runterdimmen bei mir? Wir brauchen mehr Drama. Marlies, Dankeschön. Ich habe das erlebt und es konnte deswegen niemanden anderen antun. Wer jetzt denkt, ich verherrliche ein kriminelles Mindset, hat nichts verstanden. Das war in meine Richtung dann, weil ich gesagt habe, ist das die Botschaft, die du an junge Leute rausgeben willst? Er hat das auch verteidigt mit seinem ACAB-Tattoo. Da würde ich auch gerne wissen, was ist, wenn ein junger Mann fragt oder eine junge Frau in seinem Vortrag fragt, wie sollte ich damit umgehen, wenn ich bedroht werde, soll ich die Polizei rufen? Nein, ruf die Bürgerwehr um die Ecke an. Generell, weißt du, entweder du stehst für den Rechtsstaat, du hast Glauben in die demokratischen Institutionen, zu denen auch die Polizei gehört, und man äußert sachliche Kritik, man sagt, hier muss was reformiert werden, hier muss was besser gemacht werden, und da gehe ich bei vielen Dingen auch mit, dass auch im Strafrecht, dass auch im Justizleben vieles anders gemacht werden soll. Ich bin selber auch Mitglied gewesen des Arbeitskreis kritischer Strafvollzug, also bin kein blinder Abnicker, habe selber in meiner Haftzeit erlebt, wo da viele Dinge falsch laufen und wo Besseres gemacht werden kann. Aber er verbreitet hier diese Plattitüden, ja, diese Feindbilder, ACLB, die Bullen, das System, der Staat, die sind schuld, die machen die Leute kriminell, die sind verantwortlich, und spricht dann die Kriminellen von ihrer Eigenverantwortung damit frei.
Man hört von ihm nicht mehr, ich habe Scheiße gebaut, ihr sollt keine Scheiße bauen, sondern alle anderen sind wieder schuld, alle anderen haben keine Ahnung. Er, Maximilian Pollock, der große Denker, der große, der eigene Erfahrung gemacht hat, kann das viel besser erklären als alle anderen. Wem nützt das? Wem hilft das? Und was würde der jetzt sagen, Freunden wie dem Matze, den ich auch das Glück hatte, durch dich kennenzulernen, Moderator hier bei dir auf dem Kanal, selber Polizist, was würden meine Freunde in der Polizei sagen, der Christian, den ich hier ganz herzlich grüße, oder unseren Freund aus Berlin, den ich hier nicht namentlich nenne, weil er Undercover-Polizist ist, das wären doch für ihn alles Bastarde, das wären doch für ihn alle Feindbilder, das wären doch für ihn alle Leute, mit denen man am besten gar keinen Kontakt haben sollte, aber zu den alten Freunden in der Kriminalität, weil wir halten ja noch zusammen und auf deren Rücken will ich kein neues Leben aufbauen. Was ist das für ein Mindset, Philipp? Ich sehe auch immer wieder, welche Community von Maximilian Pollux rüberschwappt. Ne? Verräter, Traitor, jemand schreibt auch gerade, Philipp, wann hattest du deine letzte Hauerei überhaupt? Da bin ich stolz drauf, dass ich keine Gewalt mehr habe. Ich bin stolz darauf, Gott sei Dank. Und diese ganzen Leute, die dann schreiben, und hier ist so ein Kommentar von Marius. Maximilian Pollux, man muss auch einfach sagen, dass Herr Schlaffer da sowieso ein wenig zu fanatisch und engständig dran geht. Das grenzt schon an Wahnsinn, dieses kompromisslose Gutmensch-Getue. Ja, aber das ist immer so dieser Vorwurf, der kommt, der ja variabel ist. Weißt du, von ganz links heißt es immer, das sind immer noch Rechte, das sind immer noch Nazis. Als ich jetzt im Norden aufgetreten bin, sind die Linksextremen auch durchgedreht. Ja, der ist jetzt zwar kein Nazi mehr, aber immer noch hier Liberaler. Das ist auch Teil der kapitalistischen Struktur und Teil des Problems. Für die sind wir Rechte, ja, und für die Rechten sind wir Linke. Tatsächlich stehen wir einfach in der Mitte. Ich würde sagen, wir sind nicht wirklich fanatisch, wir sind nur in einem Punkt wirklich kompromisslos in der Ablehnung von Extremismus und Kriminalität. Punkt. Ansonsten kann man über alles reden und alle sollen ihr Leben leben. Und auch der Pollux, der soll seinen Kanal machen, der soll seine Gangsterfreunde treffen, der soll sich hier ein Riesenbild von seinem tollen Kumpel da, dem Werner, auf dem Rücken tätowieren lassen. Hat er alles meinen Segen. Würde ich nie was gegen sagen, würde mich gar nicht interessieren, aber der soll doch bitte von Jugendlichen fernbleiben, den er dann mit so einem Unsinn den Kopf dann noch verdrehen kann. Ja? Zu erzählen, geh lieber in den Knast, bring keine anderen Mütter zum Weinen und bleib real, nicht auf dem Nacken von anderen neues Leben aufbauen, Staat ablehnen, die sind schuld, die kriminalisieren dich. Was ist das für ein Mindset? Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob wir das Werner Video noch kurz reingucken. Ich habe hier auch noch einen Kommentar, wo Maximilian auf mich geantwortet. Ich habe gefragt, ich habe einfach nur darunter geschrieben, vor 114 Wochen, das ist die Botschaft an junge Leute. Das hat ihn dann damals hart getriggert. Dann habe ich nochmal kritisiert für dieses Salafisten-Video, was echt unkommentiert von ihm wieder stehen gelassen wurde. Und er ist kein Journalist. Er ist es einfach nicht. Das ist genauso wie Leroy, der zu viele Dinge stehen lässt einfach. Die Leute dürfen alles sagen, es wird nicht kritisch hinterfragt. Philipp, pass auf, ich würde gar nicht von ihm erwarten, da redet er sich ja auch so ein Stück weit mit raus, ich bin kein Journalist, das ist er nicht. Wenn er jetzt die Herangehensweise hat zu sagen, ich lasse diese Leute reden, um sie zu entzaubern, ja, ich lasse diese Leute reden, um einfach die Informationen den Leuten mitzugeben, anhand der sich ein eigenes Bild machen können, wäre mir persönlich auch zu wenig, wäre aber noch irgendwo okay. Aber er feiert diese Leute ab, er rollt den roten Teppich aus, er lacht mit denen, er klopft denen und macht Witzchen und du bist ein Kumpel und du bist real, du bist stabil. Boah, ich kann's nicht mehr hören, Axel. Er hypt diese Leute, er hypt diese Leute und das ist doch das Problem. Dazu zwingt ihn keiner, er könnte eine kritische Distanz wahren, er könnte sich hinsetzen und könnte sagen, okay, ich gehe nicht bei allem mit, ich lasse die Leute reden, damit sie eben dann ihre Position hier äußern können und könnte dazu auch im Nachhinein Klarstellung beziehen. Macht er nicht, will er nicht, weil er nämlich dieses Image aufrechterhalten will. Ne? Ich bin doch noch irgendwo Teil, ich bin original, ne? Ich bin nicht zum Verräter genau, geworden. Genau, ich bin immer noch OG. Und, ja, ich bin immer noch OG, genau. Auch Maximilian mir dann darauf geantwortet, nicht alles, was ich tue oder glaube, muss Vorbildcharakter haben. Ich bin und ich tue und sage, woran ich glaube. Es gab diese Woche aber Ereignisse, die mich an das oben Genannte erinnert haben. Jemand hat sich bei mir gemeldet, jemand, der mit seinen Worten viele Menschen hinter Gitter gebracht hat. Er leidet noch immer, seine Seele wurde krank. Vielleicht doch, ja, du hast recht, das ist mein Rat an junge Leute. Das alleine kann man so stehen lassen, sage ich dir ganz ehrlich, das alleine für mich ist schon einfach eine ganz üble Sache. Die Botschaft, die ich da einfach nur raushöre von ihm ist, bleib ein True Original. Ich kann das nicht fassen. Also ich habe das lange vor mir hergeschoben, ich habe es dann auch nicht mehr konsumiert, was er macht.
weil ich mich das nicht abgeholt hat, weil ich immer wieder diese Sorge hatte, diese Kommentare, auch sein ACB würde ich mir nie überstehen lassen, das ist eine Sache, zu der ich mein Leben lang stehen würde, hat er immer so irgendwo behauptet. Ja, das ist aber so, das ist so meine Halberinnerung, ne? Ist so kein Wahrheitsanspruch gerade, aber das sagt ja viel darüber aus. Ja, würde ich ihn mal fragen, ich habe hier so eine offene Frage, ja, wie stehst du zum Rechtsstaat? Ich würde dann gerne mal wissen, wie wird zum Rechtsstaat gestanden? Er lehnt den Rechtsstaat ja ab. Das ist ja schon, wenn man hört, das läuft ja alles falsch und die Bullen sind der Feind und die schieben dir Dinge unter und dann werden Mütter traumatisiert, weil ihre hochgewalttätigen kriminellen Söhne dann mit dem SEK rausgeholt werden. Das macht er auch ganz bewusst und gezielt. Er hat ja da Videos aufgenommen, in der er eine Mutter interviewt, was ich schon echt ekelhaft fand, das dann so auszuschlachten, dass eine Mutter natürlich ein Problem damit hat, dass ihr Kind, ihr Fleisch und Blut, dann auch sehr unsanft von der Polizei rausgeholt wird, dass sowas für eine gut bürgerliche Frau, die sich nie hat was zu Schulden kommen lassen, ein Schock sein kann. Vollkommen klar, bin ich absolut dabei. Aber bei ihm fehlt dann halt die Botschaft, ja, dein Sohn ist verantwortlich. Hätte der nicht Leute kaputtgeschlagen, hätte der sich nicht mit anderen verabredet, Leute in den Wald zu locken und zu überfallen, dann wäre es nicht dazu gekommen, sondern er zeigt wieder mit dem Finger, ja, ja, hier die Bullen, der Staat, du bist traumatisiert, du arme Frau, du hast jetzt das Broken-Heart-Syndrom, dein Sohn leidet jetzt, weil der eingesperrt ist und nicht bei seiner Mama sein kann. Was vermittelt denn das den Kindern, die das sehen und den Jugendlichen, die das sehen? Der Staat ist der Feind, die Bullen sind der Feind, den darfst du nicht vertrauen. Wenn du kriminell bist, halt die Fresse, ändere dein Leben, weil Kriminalität irgendwo nicht so toll ist, aber bloß nicht komplett aufräumen. Man kann im Milieu verbleiben, man kann die Gedankengänge, man kann den Ehrenkodex weiterhin vertreten, ist man real. Ne? Und das beißt sich einfach, weil da die fundamentale Erkenntnis fehlt, es gibt keine gute kriminelle Struktur, es gibt keine Freundschaft in der Kriminalität und man muss und soll aufklären, ob 5 Jahre später aus eigenem Antrieb oder erstmal dann, weil man keinen Bock hat, dafür die Konsequenz in den Knast zu gehen, zu tragen, scheißegal, Hauptsache es wird aufgeklärt. Jede Aufklärung über Falsches, Kriminelles, Verwerfliches ist gut. Unterstützenswert und danach kann weitergesehen werden. Und die Hauptsache, die Leute sind erstmal raus und wenn die danach immer noch Armleuchter sind, okay, tut mir leid, sie können sich aber auch dann noch verändern und besser werden. Und er meint ja, nee, bloß die Fresse halten, dann lieber die 5 Jahre, die man länger im Knast sitzt, nutzen, um dann Einkehr zu halten. Was ist das für eine Botschaft? Ich finde das immer wieder lustig. Also es sind keine privaten Nachrichten, das sind Kommentare von einer öffentlichen Seite. Da ist ein Unterschied. Ich würde nie private Nachrichten veröffentlichen. Auch so ein Dummbatz, ich muss es leider so sagen, ist das wirklich Streit in der Öffentlichkeit ausgetragen werden muss mit Zeigen von Privatnachrichten. Wie doof muss jemand sein vom Rechner, das muss ich leider mal so sagen, um das nicht zu verstehen. Maximilian Pollux hat damit angefangen und hat Lügen verbreitet mit Terroranschlag 5 Jahre. Er hat damit angefangen, er hat Leute herabgewürdigt, er promotet Kriminalität und hat einen Beigeschmack. Ich sehe Maximilian auch kritisch, aber PN veröffentlicht, es sind keine PNs. Also Leute, beschäftigt euch doch lieber bitte erstmal selber damit, was eine PN ist, bevor ihr so einen auf Klugscheißer macht. Dann geht doch bitte von dem Kanal runter. Wie kann man selber immer nicht erstmal nachdenken? Erstmal immer in die Tastatur hauen. Immer erstmal schreiben, Ehrenmann, ich weiß Bescheid, aber selber sich mit nichts beschäftigen. Ah, so, aber hier, Fräulein Wacker, gut gebrüllt, lieber Löwe Maximilian, seit deiner allerersten Folge vermittelst du mir den Eindruck eines Ehrenmannes. Und das ist genau das, ist genau das Klientel, was da drunter ist. Ja, und so stelle ich mir dich auch zu deinen kriminellen Zeiten vor. Ein Ehrengangster, der gewisse Werte transportiert und ungeschriebene Regeln der organisierten Kriminalität bzw. der Unterwelt befolgt. Alter, ich kotz im Strahl! Ehrenvoller Gangster! Oh, wir haben einen Kodex! Nein! Wir ziehen alle ab, wir unterdrücken, wir nehmen Schutzgeld, wir schießen, wir rauben, wir... Mann, halt dein... Ich kann nicht mehr! Das ist genau das Klientel, wo diese Nachrichten hinfallen bei Fräulein Wacker! Aber er lässt das stehen? Er geht nicht dagegen an, er freut sich ja noch darin. Er freut sich ja. Es ist auch in vielen seiner Videos, ich habe mir gestern einiges angeguckt, wenn er sich dann immer auch selber dann lobt, ja, die haben mir auch gesagt, ich bin so stabil und ich bin so ein toller Typ. Und
ich glaube, dem ist einfach scheißegal, wo der Applaus herkommt, der freut sich darüber und je mehr Applaus es ist, umso mehr geht er darin dann auf und richtet sich danach auch aus. Ne, das ist eben nicht stabil, wenn er stabil wäre, wird er denen ins Gesicht sagen, es gibt keine ehrenvollen Gangster, es gibt keine ehrenvolle Kriminalität. Aber so wird es ja, verkauft. Guck mal, so verkauft er es. Ich würde ihnen sagen, pass auf, ich glaube, vor 3, 4, 5 Monaten wurde in Köln ein ehemaliger Hells Angel erschossen und der Frau in den Hals geschossen, die gerade so überlebt hat, weil ein Kellner ihr, glaube ich, die Wunde zugehalten hat, dass sie nicht verwundet ist. Und er setzt sich mit Leuten aus dieser Kriminalität zusammen ins Video und sagt, das sind meine Bros. Ja, sind ja nicht alle, gibt's ja auch schwarze Schafe und so weiter. Das ist für mich eine Werbung für Kriminelle. Es ist, das hier so zu lesen, das ist genau das Klientel, was da kommt. Das ist genau das Klientel. Seiner Standardsprüche ist ja, die er in vielen seiner Videos und seinen Posts unterbringt, im Knast wurde ich zum Mann. Mann, ich wurde geformt. Das ist diese Legendenbildung, dieses Verherrlichen, diese Mystifizierung von einfach nur miserablem, an die Wand gefahrenem, asozialen Dasein, ja? Kriminelle sind Asoziale. Kriminelle, die sich zusammenrotten, um sich eigene Regeln zu machen, Gewalt anwenden, wenn es ihnen passt. Leute meinen, bestrafen zu können, wenn sie gegen einen Pseudokodex verstoßen haben, ja, um sich zu bereichern an Unschuldigen, um Unschuldige zu verfolgen, auszubeuten. Ja, da ist nichts Ehrenvolles dran, da ist nichts Tolles dran. Und es wird ja alles so glorifiziert. Das ist das Schlimme dabei. Ne? Kann er machen, soll er machen, aber vermeng das nicht mit Präventionsarbeit. Da muss doch deutlich gemacht werden, so deutlich, wie es irgendwo geht. Das ist nichts Tolles. Diese Erlebniswelt ist Kacke und du musst dich nicht schämen, wenn du da raus willst und wenn du den Leuten sagst, ich will mit der Scheiße nichts mehr zu tun haben. Und dieser Begriff Ehre ist eigentlich nur durchs kriminelle Milieu und durch Extremisten besudelt worden. Dieses Wort ist eigentlich so verbrannt, ja, die davon immer sprechen. Was habe ich in einem kriminellen Milieu erlebt, was Ehre anging? Ja, ich selber kann die Polizei nicht rufen. Dann haben sie eine Freundin gebeten, anzuscheißen und den Paten von Rostock festnehmen zu lassen und so weiter. Ich habe da keinen Kodex erlebt, den gibt es nicht, Axel. Es gibt diesen Kodex nicht. Aber das Interessante ist, wie hier auch gerechtfertigt wird, ja, der hat halt schlechte Erfahrungen mit der Polizei als Jugendlicher gemacht. Ich bin als 15-Jähriger bei uns am Weidmarkt mehrfach, wenn die uns abends hops genommen haben beim Plakatieren, weil sie einen Hals hatten, dass sie die ganze Scheiße wieder runterreißen mussten, mehrfach die Treppe runtergeschmissen worden von so einem Polizisten da. Ja? Das war jetzt ein Armleuchter, da bin ich scheiße behandelt worden, deswegen nehme ich nicht alle Polizisten in Sippenhaft. Und ich weiß auch, wenn ich da nicht rumgelaufen wäre, um illegale Hetzpropaganda zu verbreiten, dann wäre mir das auch nicht passiert. Ja? Was ist das immer für eine Argumentation? Jedem passiert Scheiße. Jeder erlebt auch mal mit Institutionen etwas Schlimmes. Ja, da laufen auch Dinge, die falsch sind und da laufen auch Dinge, die korrigiert gehören. Aber diese generelle Ablehnung und dieses Einseitige und weil ich einmal Scheiße erlebt habe, habe ich jetzt die Rechtfertigung, so ein Bullshit zu verbreiten. Er gibt doch immer vor, er wäre so aufgeklärt und intellektuell und hätte das alles durchdrungen und wäre nur für sich in sich gegangen, um Selbstreflexion zu halten. Da ist es aber nicht weit her, wenn ich dieselbe Scheiße verbreite, die ich auch als Krimineller am Herzen getragen habe und im Hirn gehabt habe. Ich muss auch gerade dazu sagen, was dann so ist. Der Maximilian Pollock soll danach dann über das Werner-Video wohl selber ein Statement gemacht haben. Du hast das andere Video trotzdem online gelassen. Aber Philipp, ich habe das Statement gesehen, da redet er sich doch raus. Da sagt er doch von wegen, ja, so wie wir das machen, den Leuten direkt zu sagen, das ist scheiße, das könnte er gar nicht, dann würde er ja gar keine Jugendlichen erreichen und er ist ja kein Journalist und der war ihm halt so super sympathisch. Und ich finde, die haben gar nicht connected. Werner wirkte total gelangweilt. Natürlich wirkt er, aber er war, sagt, ja, dann erinnert ihn an seinen Vater, Vaterfigur, total toll und super er hat ja keine richtige Stellung genommen. Es war wieder fernab von irgendeiner Selbstkritik, sondern wir sind die Armleuchter, wir machen es falsch, wir erzählen den Jugendlichen, ja, das ist scheiße, was ihr da macht und dann geht die Tür zu, dann erreicht man die nicht mehr und er will ja, dass alle alles sagen können und alle alles machen dürfen und also dieses Video war einfach lächerlich. Wir haben uns damals auch bewusst dazu entschieden, keine Reaction mehr zu machen, weil es würde ins Unendliche führen. Ja, aber guckt euch doch mal dieses Video an, wo er rechtfertigt. Ja, wo ist denn da die Rechtfertigung? Wo ist da die Erklärung, außer wieder die Schuld bei allen anderen zu suchen? Er ist perfekt, er macht super, er macht's richtig. Ja, und wenn er mal was nicht richtig macht, ist es doch ein guter Gedanke dahinter und immer noch besser als das, was andere machen. Maximilian Castor, Entschuldigung, Pollux.
Ja, ich fand es wichtig, heute darüber zu sprechen. Es gibt so viel, was wir noch zusammengetragen haben. Wir haben noch Videos rausgesucht. Ich weiß nicht, ob wir das Werner-Video jetzt gucken müssen. Ich glaube, es kann sich jeder zu Genüge führen, wie man reinkommt, wie das da abgefeiert wird. Es ist Ich eigentlich. hab dir ja einen Timestamp gesetzt, Philipp. Zeig nur einmal den Timestamp, was dann wirklich absolut symptomatisch ist für Maximilian Pollux und seine Herangehensweise, wo dann die Frage gestellt wird, von wegen, hast du in deinem Leben etwas falsch gemacht? Also er sitzt da auch mit jemandem, der 7 Jahre in Haft war, der eine Milieugröße ist, der Teil der organisierten Kriminalität war, ja, und fragt den, hast du im Leben was falsch gemacht? Und dann gucken wir uns die Antwort mal an und dann Pollux Reaktion darauf. Axel, du musst mir einen Timestamp nochmal sagen. Ich komme gerade in meinen Outlook nicht rein. Das öffnet sich gerade nicht. Sag es dir sofort, wenn ich hier mein Outlook aufgemacht habe. Und zwar Chaka Bum. So, Das jetzt habe Video ich hatte ich doch natürlich eigentlich gezogen. Das hatte ich doch gesaugt. Warte mal. nicht geschrieben, welches Oh, Video ich das war. bräuchte noch mehr Daten auf meinem Rechner. Das wäre gut. Ja, du hast so wenig drauf, Ich ne? hab wenig Daten. So, ja, ich habe das Video gefunden. Ja, genau. Also ich würde erstmal kurz das Intro zeigen, wie er den abfeiert und dann Minuten 19:45. So. Ich bin schon gespannt auf die Reaction. Wir werden das hin und her nicht machen. Ich bin Ich will es gespannt. mir wie immer auch nicht angucken. Ja, wie Also immer will ich es mir nicht angucken. Ich weiß, was das rausgeholt wahrscheinlich, was Rechtsextremisten dann, wo Rechtsextremisten mich überfallen haben, wo ich dann Fotze gesagt habe als Fotze, 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 als Anti-Gewalttrainer. Kann man sich da nicht nachvorstellen, wenn man aus dem eigenen Milieu nicht angegriffen wird. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was da kommt. Das Intro soll ich laufen lassen um 19 na, Minute 45 no, Sekunden. genau. Hallo Leute, mein Name ist Maximilian. Ach, warte, zum Knast will ich noch kurz was sagen. Ich sage es sowieso immer zu jungen Leuten, sage ich auch, pass auf Leute, falls ihr mal Leute kennenlernt, die erzählen, sie haben die und die Haftstrafen abgesessen und das war alles kein Problem. Da sage ich, seid immer vorsichtig. Das ist das Einzige, was diese Leute im Leben erreicht haben, ist, dass sie mal im Knast gesessen haben. Ja, also ich kann das jedem sagen, Knast lohnt sich nicht ein Tag und egal wie, Leute, die sowas behaupten, da muss man immer vorsichtig sein. Das ist alles, was diese Leute manchmal im Leben erreicht haben. Wie war das bei dir? Ich habe ja auch mit vielen harten Kerlen, wie gesagt, da in Rheinbach gesessen. Da waren unglaublich, auch so Typen, so Pollux-mäßig oder auch hier Werner-mäßig. Wir sind die Geilsten, wir sind die Härtesten, wir sind so real. Uns kann keiner und wir sitzen das auf einer Arschbacke ab. Und naja, dann hast du mal abends aber ganz schön häufig Schluchzen gehört aus deren Zellen. Ne? Das war auch alles so ein Image, was die hatten, weil das alles So war, einfach ist das. was sie dargestellt haben. Aber in Wirklichkeit, Knast ist keine Minute wert, liebe Leute, für nix. Ne? Oh, hier hat jemand auch echt Ahnung. M.055 schreibt, von Verrätern erzählen, aber im Milieu belügen sich die Leute täglich. Ist so. M. Da kennt sich jemand aus. Also da, danke für den Kommentar. Aber lassen wir mal kurz laufen. Und das hier ist mein YouTube-Channel. Es ist immer noch nicht mein Haus. Ich bin immer noch bei Werner zu Gast. Und ja, schön, dass du da bist. Schön, dass ich Schön, schön, dass dass du mein da Haus. bist. Genau. Schön, dass ich da sein darf. Ey, wir haben echt, egal wie wir uns stellen würden, wir hätten eine schöne Location. Aber was du dich jetzt aussetzt, das ist vielleicht nicht so schön, denn du stellst dich dem Oh, hier Verhör. kannst du, hier kannst du Dann schon mal mal anhalten. auf. Das Ja, würde ich pass dann mal auf hier. nur noch mal zeigen, dass das halt von ihm halt so abgefeiert wird. Wir haben hier eine Zuhältergröße, wir haben hier einen Menschen, ja, der sein Geld in einem Milieu verdient, was zumindest anrüchig ist. Und er feiert das ab. Geiles Haus, überall, leider noch nicht meins, super Location, egal wo wir filmen würden, wäre super. Was vermittelt das denn einem Jugendlichen, der ihn am Präventionsvortrag gehört hat und sagte, okay, der klärt jetzt über sein Leben auf, Kriminalität ist Kacke, schaltet das ein und sieht, wie der da vollkommen unkritisch das abfeiert und boah, geiles Haus, die haben Kohle, was da alles rumsteht, boah, der führt ja ein super Leben. Ne? Das will ich auch. Das ist doch Das das, Haus was will wir ich auch vermitteln gerne haben, wollen. ja. Ja, warum vermittelt er nicht, wie hässlich, wie abartig, wie verlogen und verkommen kriminelle Strukturen sind? Ja?
Warum zeigt er nicht, was da ein Leid entsteht? Warum zeigt er nicht, was da auch für ein Hintergrund mitunter hintersteht? Also, das Verhör sind eure Fragen, die Fragen aus der Community. Axel? Hatte ich Axel schon verabschiedet? Nein. Eine kurze Kehlenerfrischung geholt. Du kannst jetzt quasi auf 1945 gehen. Also, der stellt ihm jetzt mehrere Fragen. Das müssen wir uns 20 Minuten nicht antun. Ich fand es dann halt nur sehr, sehr wichtig, mal zu zeigen. Ihm wird halt aus der Community auch die Frage gestellt: Hast du im Leben was falsch gemacht? Würdest du was anders machen? Und dann würde ich einfach mal kurz laufen lassen. Du könntest. Aber nehmen wir einfach mal so 16, oder? Ach, also gut, mit 16 wusste ich schon mal gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Das war eigentlich eine geile Zeit. Ich habe damals gute Freunde gehabt. Man hat damals Freundin, schon die zweite oder dritte. Und, nehmen wir das Alter. Was würdest du deinem 16-jährigen Ich sagen? Mit dem, was du heute weißt. Ja, mach's genauso. Okay, damit sind wir raus. Max, genau so. Der Mann hat viel richtig. Die 7 Jahre Knast hättest du vielleicht irgendwie sparen können, aber. Da hätte ich, also da muss der ich. Der Mann da muss hat ich, viel richtig gemacht, also das mal einzuordnen. Die Frage war dann, würdest du irgendwas anders machen? Nö, würde alles machen und der Maximilian, dann sind wir raus und der Mann hat vieles richtig gemacht. Also wie er das hier abfeiert, unkritisch abfeiert. Also 7 Jahre Knast, alles richtig gemacht. Und, aber hör dir die Erklärung an, das ist wieder so eine typische Milieu-Erklärung. Ich frag mal, ob du da aus deinem Erfahrungsschatz ähnlich geantwortet hättest, wenn ich dich damals gefragt hätte, okay, du hattest jetzt hier eine Bandenstreitigkeit, da kam es dann zur Auseinandersetzung, dafür bist du in den Knast gegangen. Fandst du das richtig und wenn nein, warum? Was hättest du da als Krimineller geantwortet? Ja, ich würde es mir jetzt gerne anhören. Hört sich an. Also für mich geht es einfach nur darum, ich glaube, das ging damals auch um Körperverletzung oder so. Und dann ist ja auch dieses Milieugelaber. Und das war jemand anderes aus dem Milieu. Was heißt das? Leute aus dem Milieu dürfen Leute aus dem Milieu abknallen? Genau das oder kommt, verletzen? Genau das kommt nämlich jetzt. Ja, so, das ist okay. Diese Ausrede von allen Gangstern. Das haben wir ja unter uns. Was werde ich dafür eingesperrt? War ja kein Unschuldiger, ne? Aber was ist denn, wenn so eine Milieustreitigkeit stattfindet und dann ist mal ein Zeuge dabei, wird der nicht überfallen, vielleicht selber mit umgelegt, zusammengeschlagen, bedroht? Die Zeugen unter Druck gesetzt werden? Nie gegeben, hat es im Milieu noch nie gegeben, Philipp. Ne? Ganz ehrlich, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da hätte ich das eine oder andere auslassen können, dann wäre vielleicht das eine oder andere nicht zustande gekommen und so. Aber wenn jetzt jemand mich fragen würde, bereust du das, was du gemacht hast? Definitiv nicht. Ich bereue gar nichts, weil ich würde mir hundertprozentig würde ich mir Gedanken darüber machen, ob das richtig war oder nicht. Wenn Unschuldige, sag ich mal, jetzt geschädigt waren. Ich bereue nichts. Axel, dieses beste Beispiel ist dieser ehemalige Hells Angel, der gerade in den Kopf geschossen wurde, der tot, ich glaube, es ging noch um 5.000 Euro Streitwert, der in Köln, glaube ich, erschossen wurde. Ich glaube, Köln war das. Köln, ja. In Köln erschossen wurde und die Frau wurde einfach mal gleich mit in den Hals geschossen. Ja, dieses so untereinander, das ist alles, ich kann das nicht mehr hören, ich kann das nicht mehr verarbeiten, ich sag's dir ganz ehrlich. Was ist denn mit der Schutzgelderpressung? Was ist denn mit den kriminellen Aktivitäten, die andere Leute in Mitleidenschaft ziehen? Ja, hast du selber Schuld, wenn du eine Bar aufmachst? Hast du selber Schuld? Ja, du kriegst ja auch deinen Schutz. Ist er Ehrenmänner, die steht hier irgendwo. Hat ja der Marvin auch gesagt, in seinem Video hat der Marvin, glaube ich, gesagt, der ehemalige Salafist, oder der dann gesagt hat, ja, Schutzgeld, naja, ich habe ja kein Geld genommen, aber wenn ich in die Läden kam, dann habe ich da halt Essen und Getränke und sonst irgendwas bekommen. What the fuck, Alter? Er hat ja auch dafür gesorgt, dass Ruhe ist. Und da sagte der Pollux ja auch, wenn es dann für Ordnung sorgt, ist ja dann die Frage, ob das wirklich so schlimm ist, wie sich da geäußert hat. Also er ist schon so nah dran, dass man kaum einen Unterschied ausmachen kann. Sitzen da jetzt zwei Gangster, die sich abfeiern und erzählen, geiles Leben, geile Typen. Oder sitzt da ein Präventionsarbeiter, dessen eigentlicher Anspruch auf seinem Kanal ist doch mal wahr, diese Szene zu entzaubern und darüber aufklären, warum das nicht geil ist. Ja. Zu entzaubern, du sagst es, und hier wird Luxus gezeigt, hier wird Wohlstand gezeigt, hier wird so erfolgreich kannst du sein. Und pass mal auf, 7 Jahre Knast, keiner, nichts falsch gemacht, keiner hält sich im Milieu alleine, wenn er keinen Rücken hat, das eine gewisse Angstarbeit macht, Leute unterdrückt.
kann sich keiner in einem Milieu halten. Das ist einfach so. Da wittern Leute Schwäche, da geht es immer um Rücken, um Gewalt, um Angstarbeit. Es geht gar nicht anders. Aber die Streitigkeiten, was da waren und die Straftaten, was da stattgefunden haben, das war ja innerhalb des Milieus. Also die habe ich ja nicht hervorgerufen, die haben ja andere hervorgerufen. Und auf jede Aktion kann auch eine Reaktion kommen. Ja, also die anderen wieder schuld, die machen was, was mir nicht gefällt, dann bin ich legitimiert, Kraft meines eigenen Kodex kriminell zu werden. Das ist jetzt die Aussage und Pollux. Werner. Ja, ich tue mich schwer und ich weiß, Kommentare, die auch aus der Community kommen werden. Und Maximilian, ich hätte mir gewünscht, du hättest da einen anderen Weg eingeschlagen. Du hast dich da wieder verleiten lassen und wieder mit Leuten. Und da muss man gucken, ob man dann sich nicht auf Podcasts und YouTube konzentriert. Alles, was da über Sichtweisen e.V. läuft und so, muss man sich hinterfragen. Muss man an den Vereinen eigentlich eine Anfrage stellen und sagen, was ist die Botschaft, die dort kommt? Was machen die Referenten privat? Ist das eine gespielte Show an Schulen oder mit Jugendlichen? Ist das eine gespielte Show und privat ist es dann was anderes? Wie wird das aufgenommen? Wie steht dieser Verein zu diesen Aussagen? Also das wäre für mich eine Sache, die Sichtweisen e.V. hier beantworten könnte. Ja. Und die kamen dann auch. Bereuen ist sowieso eine Sache, die ich jetzt eh nicht fragen würde. Aber ich fand es sehr, sehr interessant jetzt. Warum fragt man nicht nach Reue? Also, das ist doch... Das ist doch das Erste. Ich muss doch aufrichtig bereuen. Ich kann doch nicht einfach sagen, von wegen... Nehmen wir an, wir würden jetzt hier als ehemalige Rechtsextreme sitzen und sagen, ja, weh, ne? Leben war scheiße, weil Knast und kein Geld verdient, aber bereuen, du musst doch bereuen, wenn du merkst, du hast was falsch gemacht. Aber er sitzt hier einem Mann gegenüber, der wirklich rechtfertigt, 7 Jahre Knast, ich hätte alles wie vorher auch gemacht, auf eine Aktion musste eine Reaktion folgen, das war nicht meine Schuld, die anderen, wieder alle anderen schuld, ne, was wird hier für ein Mindset jungen Menschen mitgegeben? Ja, es gucken sich junge Menschen diesen Kanal ja an, wenn die ihn irgendwo erlebt haben, wo er damit seinen Glückskekschen-Sprüchen sagt, hier Kriminalität, Kacke und Leben verändern. Alles gut und schön, dafür keine Kritik. Aber was dann dahinter steht und immer wieder vermittelt wird, und das ist ja kein Ausrutscher, ja, es ist kein Ausrutscher, es ist die Agenda dieses Kanals, dieses Hypen von Kriminellen, dieser unkritische Umgang, ja, und allein schon ich bin das Opfer, ich bin immer das Opfer, ja, ist auch das Thema. Der Staat ist schuld, Staat, Knastsystem und Schließer und Polizei und ich wurde von den anderen dazu gemacht. Also auch wieder da, weißt du, was du hast? Du hast eine Fähigkeit, oder mehrere Fähigkeiten, aber du hast auf jeden Fall, wenn man guckt, wie Leute erfolgreich sind oder was macht Menschen erfolgreich, dann findet man bei dir sehr, sehr viele davon versammelt. Und ganz, ganz viel davon hast du einfach in einem Nebensatz gesagt, so wie zum Beispiel, mir war nie langweilig. Also ich habe mich immer beschäftigen können. Mhm. Weißt du, das ist eine der Sachen, wenn ich Leute beobachte, die irgendwie stecken bleiben und dann nicht weiterkommen. Aber dann sehe ich den... Aber dann muss man doch seine Fähigkeiten auch in die Kriminalität stecken. Ich wünschte, ich hätte meine Fähigkeiten, die ich habe, für ein Geschäftssinn. Ich bin Kapitalist, ich bin in diesem Wirtschaftssystem dabei und ich mag das. Aber dann steckt doch die Fähigkeiten doch in ein Geschäft, was nicht unbedingt in der Grauzone ist. Und im Rotlichtmilieu ist es nun mal so. Nicht jede Frau kann da über sich selbst bestimmen, die fremdgesteuert werden von Männern. Selbst wenn Werner sein Geschäft gut führt, ich will ihm das gar nicht unterstellen. Verstehst du? Also... aber selbst die Frauen, die haben teilweise Männer zu Hause unter Druck, die können nicht aufhören, wie sie wollen, die können nicht arbeiten, wie sie wollen. Also das ist doch hier so, also in Fähigkeiten, also geht's noch tiefer rein? Geht's wirklich noch tiefer rein? Ich weiß gar nicht, wie mir das noch angucken will. Nächsten Insta-Post, oh, mir ist langweilig, mach eine Fragerunde. Wie kann dir langweilig sein? Du kommst nicht gerade, also so, das ist zum Beispiel so eine Sache, mir war auch noch nie langweilig. Deswegen verstehe ich das, ich habe ganz, ganz viel beobachten können und ich kann nur sagen, liebt ihn oder mögt ihn nicht, aber erfolgreich ist er zu Recht. Das war das Verhör. Ja, aber was für eine Werbung. Das meine ich. Das ist halt, weißt du, wenn er sich jetzt rausredet und sagt, naja, ich bin dann nicht kritisch genug gewesen, ich bin ja kein Journalist, ich will den reden lassen. Das könnte ich akzeptieren. Ich würde es auch nicht richtig finden, aber ich könnte es akzeptieren. Aber er feiert es ab.
vom Setting, ja, wir stellen uns dann hier mit dem Motorrad und dem tollen Haus, was extra erwähnt werden muss, wie gern ich hier selber leben würde, wie erfolgreich du bist, was du für Fähigkeiten hast und 7 Jahre Knast, ich würde trotzdem nichts anders machen und was für eine Propagandashow ihr hier für solche Leute dann abzieht, ja. Wie gesagt, das kann er alles machen, wenn er nicht in der Präventionsarbeit aktiv wäre. Das ist für mich der Knackpunkt. Mir geht es gar nicht darum, jetzt darüber zu urteilen, dass er den Werner geil findet und dass er ihn da reden lässt, was für ein toller Typ er ist und was der für Fähigkeiten hat. Aber was vermittelt das jungen Menschen? Ja, das ist seine eigentliche Profession, der er sich ja verschrieben hat. Aufklärung, deutlich machen, Kriminalität führt in Probleme, Kriminalität ist nichts Vorteilhaftes. Und dieses Bild wird doch komplett konterkariert durch solche Propaganda-Auftritte. Ja, Maximilian saß 10 Jahre, ohne dass ihm langweilig war. Wieder eine Lüge. Ja, genauso so ein Kommentar. Pollocks war nie langweilig, er war nur auf der Flucht, im Dreck. Seine Familie wusste nicht, ob er lebt und hat um ihn getrauert. Aber dem guten Pollocks war wenigstens nie langweilig. Ja, es ist, mir fehlt hier Reflexionsebene, mir fehlen hier Kommentare, mal dagegen stellen, wenn jemand was sagt. Also, Ich will es gar nicht ausweiten, wir hatten noch so viel vorbereitet, aber ich muss sagen, ich habe jetzt gleich auch meinen nächsten Termin, ich darf gleich nochmal einen Vortrag halten. Oh, Axel ist jetzt runtergerutscht, das tut mir leid, das wollte ich eigentlich gar nicht. Oha, du hast mich nach unten gedrückt. Ja, jetzt ist er wieder da, jetzt sitzt er da wieder ordentlich. Ja, ich muss es nur sagen, falls jemand mit einer Reflexion so umgehen möchte, kann ich das Buch von Axel Reitz empfehlen. Das ist... Ich war der Hitler von Köln, da ist eine tiefe Reflexionsebene drin, wie Extremismus funktioniert, wie es da reingeht, aber auch wie es da rausgeht und was man gegen Extremismus tun kann. Das sind die guten Kommentare in diesem Buch. Es ist sehr kurzweilig, schnell wegzulesen. Ich habe es wirklich verschlungen innerhalb von eineinhalb Tagen. Ansonsten wisst ihr, Werbung, Dankeschön. Mein Buch ist auch noch raus. Philipp Schlaffer, Hass macht Gewalt. Dankeschön, falls wir immer bei King oder den Kongs mit allen möglichen Kram könnt ihr supporten mit einem Twitch Prime-Abo, mit einer Kanalmitgliedschaft. Auch den lieben Axel Reitz könnt ihr unterstützen auf Reizeffekt. Ansonsten wisst ihr, bei Beef Bandits, wer gerne grillt mit Philipp 10% Rabatt. Checkt die Beef Bandits Maus, geiler Kram, alles rund um Grillen von meinem Freund Klaus Grillt. Ansonsten Zack Plus, wisst ihr, mit Philipp 10% Rabatt. Dankeschön, dass ihr mit dabei seid. Auch Maximilian wird das vielleicht heute nicht verstehen. Er kann gerne sein Ding machen, wie viele andere, die auch Kriminalität, Lifestyle, Reichtum und sonst was posen, wo man weiß, die sind in kriminellen Milieus aktiv. Da gibt es ganz viele. Ich habe damit meinen Frieden gemacht. Die gibt es nun mal. Die versuchen, junge Leute dazu zu beeinflussen. Ich sehe die Kommentare immer darunter, die dann sagen, oh, hätte ich auch gerne. Was muss man da tun? Wo kann man euch kennenlernen? Das ist aber genau das. Vielleicht nicht ganz so krass, aber in die Linie unterstützt auf jeden Fall Maximilian Pollocks. Soll er seinen Podcast machen und sein YouTube-Video für dich als Mensch hat das... Musst du für dich selber prüfen, inwiefern Sichtweisen da als gemeinnütziger Verein da die richtige Station ist, da einen gemeinnützigen Verein zu führen und dann mit diesen Leuten sich privat zu treffen, diese Sachen zu sagen, das so darzustellen, muss man wirklich es diese ist ja nicht Frage privat, rausschmeißen. Es ist ja kein privates Treffen. Wenn er privater Kontakte hält, alles okay. Ne, er trifft sich nicht privat, er liefert ihnen eine Bühne, er lässt sie unkritisch reden, er lässt sie ihr Gangster-Image ausbreiten. Erfolgreiche Leute, niemals langweilig, tolles Leben, tolles Haus, 7 Jahre Knast, schuld waren die anderen, auf jede Reaktion muss ja eine Aktion, auf jede Aktion ja eine Reaktion folgen. Das ist Gangster-Talk, das ist Rechtfertigung von kriminellen Verhaltensweisen, das ist Ablehnung des Rechtsstaats, von dem wir alle partizipieren, den wir alle brauchen für eine funktionierende Gesellschaft und das ist das Problem. Axel, ich muss auch sagen, hier kommt so ein Kommentar, was mich wundert, du feierst erst Pollocks jetzt scheiße, du feierst Irfan jetzt scheiße, Max Kamea ist auch schon fast verehrt, dann scheiße, also... Erstmal sind die Leute alle nach mir gekommen. Sind alle nach mir gekommen, was jetzt nicht von der Wichtigkeit irgendwie ist. Zu Max Cameo habe ich vorhin was gesagt, der mir dann wirklich eine tolle Nachricht geschrieben hat, gesagt, er hat sich da drin verrannt, er ist jetzt zurück, arbeitet mit Jugendlichen und Kindern im Wald, macht dort Kurse und hat einen ganz tollen Weg gefunden von der Straße in den Wald, werde mit Sicherheit hier zu Gast sein, wenn sein Buch rauskommt. Ja, Irfan hat sich auch wieder verloren, ist von einem krassen, wollte aufklären über den Ausstieg aus islamistischen Kreisen. Jetzt ist er ein absoluter Islamhasser geworden. Ja, verurteilig, weil er jetzt ein absoluter Islamhasser geworden ist. Und ja, Maximilian Pollocks, auch mit dem habe ich was gemacht und hat sich da auch verloren. Und das ist, ich beobachte dann Leute, wenn Leute sich dann verlieren und sich für Klicks aufgeben und für Aufmerksamkeit und ihre Mission aus den Augen verlieren, ja, dann gehe ich dagegen auch an und sage, das ist nicht mehr mein Weg, das ist nichts mehr, was ich unterstützen möchte. So einfach ist das. Also das ist einfach eine Konsequenz. Ich könnte das alles laufen lassen und alles gute Miene zum bösen Spiel machen und sagen, Mensch, wollen wir nicht was zusammen machen und hier und ich zeige auch eine Knarre und sonst irgendwas. Ich hätte... Nee, aber es ist ja generell...
Menschen verändern sich, du veränderst dich, die Leute, mit denen du zu tun hast, es verändern sich und manchmal geht es halt auseinander und manchmal stellt man aus seiner eigenen Position um und sagt, okay, damals habe ich das gut gefunden, heute nicht mehr, deswegen finde ich auch heute nicht gut, was der macht. Und wenn Leute sich dann von wirklich einem normalen Verhalten in einen extremen verwandeln, wie der Perci, ja, der Irfan, was soll man denn da sagen? Soll man die dann immer noch bejubeln und applaudieren, wenn sie sich massiv verändern? Axel, haben? Auch du würdest dich von mir distanzieren, wenn ich jetzt privat wieder mit rechtsextremen Kontakten rumhängen würde. Oder ich das darstellen würde, als wenn das toll ist. Ja, nee, ist halb so schlimm, deine Menschenfeindlichkeit. Klar würde Axel sich von mir distanzieren, egal was unsere Freundschaft angeht. Wäre das eine Sache, die zwischen uns stehen würde, die Freundschaft einfach zerstören würde. Auch mit kriminellen Sachen. Wenn ich bei dir zu Gast wäre und da würden irgendwelche Rocker-Kuttenträger reinkommen und da ihre Deals besprechen, würde ich auch sagen, Alter, tut mir leid, ich bin hier weg, ich komme nicht wieder. Ne? Das ist doch normal, das ist doch vollkommen normal, dass man reagiert, wenn Menschen sich verändern und vor allem leider auch zum Negativen, wie Perci und Co. Das ist einfach eine Konsequenz, weil wir unserer Linie hier treu bleiben. Ich mache das jetzt über 7 Jahre mit, Auf und Abs. Und ich weiß, da kommen Leute drunter. Ja, dann hast du scheiß Klickzahlen. Ich und Axel machen das auch hier, wenn hier 50 Leute zugucken. Ja. Und wenn die Videos 2000 Mal geguckt werden, vielleicht können wir den einen oder anderen retten. Axel und ich kriegen so viele Nachrichten, denen wir geholfen haben, aus dem Rechtsextremismus wieder raus, aus der Kriminalität, die sich verändert haben. Das ist der ganze Auftrag, den wir in diesem Kanal hatten, und nicht Leuten eine Bühne zu geben und zu relativieren. Es bleibt heute bei mir hängen, ich könnte mich immer noch aufregen. Ehrengangster, ich kann nicht mehr. Da würde ich unter meinem eigenen Instagram-Post würde ich drunter schreiben und sagen, Gangster hat nichts mit Ehre zu tun. Alle, die in der Kriminalität sind, die verdienen das Wort Ehre nicht. Ja. Ehrenvoll ist der, der jeden Morgen aufsteht, ja, der sich an die Gesetze hält, der seine Arbeit macht, seine Familie versorgt. Der ist ein Ehrenmann. Ja? Nicht diejenigen, die den leichten Weg gehen, schnelles Geld machen wollen, sich über Regeln und Gesetze hinwegsetzen, Kraft der eigenen Selbstherrlichkeit. Das hat nichts mit Ehre zu tun. Also ich muss auch dazu sagen, Pietre schreibt, da bin ich voll euch, bei euch sowas geht nicht. Ich versuche ja beides zu verstehen. Mir geht es einfach nicht in den Sinn, mit Falschaussagen der Justiz zu helfen. Mit Falschaussagen, dumm. Mich hat auch jemand belastet, der gesagt hat, ich hab in Mecklenburg-Vorpommern ihn beliefert mit mehreren Kilo Kokain soll ich ihn beliefert haben. Da hatte ich eine Anklage bekommen, ich wurde vorgeladen und ich dachte so, welcher Zeuge kommt da? Dann kam da ein Kronzeuge rein, hat mich belastet und ich konnte es auflösen, weil den Zeitraum, den er genannt hat, wo ich ihn angeblich beliefert hatte, saß ich in Untersuchungshaft. Und natürlich geht es darum, dass das Lücken und so weiter hat, aber das generell hier zu sagen, dieses Schweige-Ehrenkodex und so weiter, ich bin gespannt, wie darauf reagiert wird. Schöne Stellungnahme vom Sichtweisen e.V. hätte ich gerne mal zu den Gästen, mit denen da umgegangen wird, mit denen teilweise Podcasts gemacht wird, was da gesagt worden ist. Und den Aussagen, Ablehnung des Rechtsstaats, Jugendlichen mitzugeben, mach keine Aussage, bleib lieber 5 Jahre länger am Knast, damit du bloß niemanden verrätst und dessen Mutter zum Weinen bringst. Echt gelungene Präventionsarbeit, ne? Also muss man sagen, wenn er das vertritt, Daumen hoch. Ne? Ich muss es auch dazu sagen, ich hatte auch Kontakt sogar mit Leuten, die in dieses Mentoring-Programm bei Sichtweisen e.V. rein sind und sich distanziert haben mittlerweile davon, weil sie auch Aussagen von Maximilian Pollux gesehen haben. Und ich wollte die Leute jetzt hier nicht persönlich benennen, weil das ist auch ekelhaft, dann werden die nachher da angegriffen oder kommentiert, aber auch da gab es einige Wege. Axel und ich sind weit, weit von perfekt weg, man kann uns für viele Dinge kritisieren. Wir nehmen uns die Kritik auch an. Soll man auch, Philipp, es ist wichtig, uns zu kritisieren. Wir sind nicht perfekt, wir haben nicht den Stein der Weisen ausgegraben und durch Kritik kann man immer wieder auch lernen und in sich gehen und sagen, okay, scheiße, da lag ich daneben oder ich habe einen anderen Blickwinkel mitbekommen, der mich von meinem ein bisschen wegrückt und so, das ist wichtig. Also vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mir war das wichtig, weil diese Lüge, die da verbreitet worden ist von ihm, das ist unfair, da einen Anschlag verhindert zu haben. Das wird ja auch so getan, dass ich das angeblich dann ihm gegenüber gelogen habe, gesagt habe oder sonst irgendwas. Und die Story ist einfach anders und das muss man auch immer sagen. Das ist ein Narrativ, was ihm aus seinem kriminellen Umfeld erzählt wurde. Das ist genau das, was meine ehemaligen Weggefährten verbreiten. Und wie gesagt, ich fordere dich heraus, lass dir von meinen ehemaligen Weggefährten die Sachen schicken, können wir dann gerne drüber diskutieren und dann können wir mal sehen, was
so wahrheitsmäßig dran ist und was nicht. Wie, ich kann es nur sagen, hätte ich einen Anschlag angeblich verhindert oder sonst irgendwas, wäre ich durch jede Talkshow gereicht worden als der Held der Nation. Da hätte man das vergessen, dass ich überhaupt mal Rechtsextremist gewesen worden bin. Ich bedanke mich, Axel, auf jeden Fall bei dir, dass du dir diesen Thema auch nimmst, weil wir haben öfters schon mal im Hintergrund darüber diskutiert, ne, dass das eigentlich nicht geht, wenn man das im Internet so sagt und dann aber vor Ort dann mit jungen Leuten arbeitet. Auch wir haben immer wieder Kritik, sollten wir auf junge Leute losgelassen werden. Da kann man immer wieder drüber diskutieren. Axel und ich bezeichnen uns erstens Experten in unserer Biografie, und der Begriff Experte ist nicht geschützt. Experte ist jemand, der sich in was studiert hat, reingelesen hat, Erfahrungen gesammelt hat und so weiter. Experte ist kein geschützter Begriff. Das ist ganz wichtig, das hier zu erzählen. Wir sind nur ein ganz kleiner Baustein in dieser Prävention. Wir haben nie den Anspruch gehabt, dass wir professionelle Ausstiegsarbeit machen können, dass wir das über Jahre begleiten können. Das, was Axel und ich uns vornehmen, wir wollen motivieren, dass Leute da nicht reingehen oder Leute motivieren, da rauszugehen. Das ist der einzige Impuls, den wir geben sollen. Die professionelle Arbeit im Hintergrund sollen andere machen. Das ist nur mal so ein Input aus dieser Sicht. Axel, natürlich noch gerne ein paar Worte an die Community. Ja, schön, dass so viele gekommen sind. Danke, dass ihr teilgenommen habt und auch sehr kontrovers hier vernünftig diskutiert habt. Das ist immer wichtig, auch miteinander zu reden, nicht nur übereinander. Und auch für Maximilian Pollux wünsche ich mir, dass er wieder auf den ursprünglichen Weg seines Kanals zurückfindet, dass er über Kriminalität aufklärt, dass er selber dieses Festhalten an alten Denkmustern und alten Vorstellungen vielleicht sein lassen kann. Es wäre für ihn selber meiner Ansicht nach besser und auch und für Brücken einreißen gehört trotzdem dazu, ja. Axel. Genau, auch wenn man sich mehr man kann sich mit Leuten, die in kriminellen Milieus oder Strukturen, Vereinen oder vereinsähnlichen Strukturen abhängen, kann man sich nicht treffen, wenn man dann nächsten Tag Präventionsarbeit macht. Ja, so ist es. Axel, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön an die Community. Morgen sehen wir uns wieder, oder? Morgen geht es um die Artgemeinschaft. Morgen geht es um den Verbot der Artgemeinschaft. Wir sehen uns morgen Vormittag um 10 Uhr. Sehen wir uns nochmal live. Und Im Leinenkleid, Philipp. Ja, ich gucke mal, ob ich das noch irgendwo im Keller finde, aber wir haben gerade, beziehungsweise wir, Marisa, als ich arbeiten war, hat Marisa den Keller aufgeräumt. Das Leinenkleid wurde nicht gefunden, aber es wurde einer Neonazi-Sekte verboten. Man muss es Sekte nennen, ne? Aber Axel wird mit Sicherheit einen intensiven Input dazu morgen geben. Axel hat da sehr gute Einblicke. Die wurden verboten. Es gab Hausdurchsuchungen. Ein Arzt auch im Mittelpunkt des Geschehens, ein Allgemeinmediziner. Geht es auch um Lichttherapie, um Lichtleuchtwasser, Heilungswasser. Also es wird morgen cringe mit Sicherheit. Aber gut, dass es verboten wurde. Das sage ich schon mal vorweg. Axel, vielen Dank für deinen Input. Dankeschön an die Community. Dankeschön an alle, die dabei sind.